Ich will sagen, wir haben wieder großartige Gäste eingeladen. Sie erinnern sich, uns allen schießen Tränen in die Augen, als Winnetou und Old Shatterhand gemeinsam Blutsbrüderschaft geschlossen haben. Nur ein paar Jährchen später hat Gott sei Dank er sich mit ein paar anderen Leuten dazu entschlossen, ein Remake dieses epochalen Filmes zu drehen. Und das sehen wir rund um Weihnachten. Wir freuen uns auf Winnetou und Old Shatterhand, gespielt von Wotan Wilke-Möhring. Von ihm stammen der Tatort reife Zeugnis. Das Boot und die unendliche Geschichte. Dann ging er 1986 nach Hollywood und wurde auch dort zum absoluten Regiestar. Mit Filmen wie In the Line of Fire, Air Force One und Troja. Es ist uns eine Ehre, dass er heute zum ersten Mal in der NDR Talkshow ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Wolfgang Petersen. Ja, und wir haben eine Frau bei uns, die tatsächlich weiß, wie es sich anfühlt, wenn Träume wahr werden. Sie hat vor ein paar Wochen den Preis bekommen, den man haben möchte, nämlich den Emmy gewonnen in New York. Und bei uns sitzt sie heute hier auf dem Sofa, Christiane Paul. Er ist Philosoph, er ist Publizist, er ist Bestsellerautor. Ich persönlich habe keines seiner Bücher ausgelassen. Und er schafft es wie kein anderer, komplizierte Dinge verständlich zu erklären. Wir freuen uns auf Richard David Precht. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Frau, die hier sitzt und bei der so einiges geht. Die modelt, die singt, die schreibt, die schauspielert. Und wir werden über all das sprechen mit der wunderbaren Mimi Fiedler. Meine Damen und Herren, Sie sind beide Skilegenden und darüber hinaus ein wahres Vorzeigepaar. Seit 36 Jahren sind Sie miteinander verheiratet und nicht nur sich, sondern auch Ihrer bayerischen Heimat treu. Jetzt haben beide einen kulinarischen Blick in Richtung Südtirol gewagt, was wir auf dem Tisch hier merken, an den kulinarischen Geschichten. Wo sind Sie mit dabei? Und Christian Neureuther sind bei uns. Ja, ursprünglich hat er mal versprochen, eigentlich Koch zu bleiben. Das macht er ja auch so gut, damit könnte man sein Leben ja füllen. Aber nein, es drängt ihn ins Entertainment-Fach. Deswegen müssen Hubertus wir einen Blick auf ihn haben, nicht, dass er demnächst auch noch die NDR-Talkshow übernimmt. Oh. Freuen Sie sich auf den unglaublichen Steffen Hensler. Warum denken die Deutschen heute öfter ans Geld als an die Liebe und was sind die Folgen? Alles rund um die Geschichte des Geldes weiß der Kabarettist Sebastian Schneu. Wir freuen uns. Meine Damen und Herren, heute wieder Ihr Gastgeber Hubertus Meyer-Burkhardt. Ja, und Ihre wunderbare Gastgeberin, vielen Dank, Barbara Schöneberger. Einen wunderschönen guten Abend. Sag mal, ich glaube, das war die längste Gästevorstellungsrunde, die wir jemals hatten, Hubertus. Wir sind im Grunde schon am Ende der Sendung. Eine halbe Stunde ist schon rum. Aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt hier heute pünktlich starten konnten, weil es war nicht so ganz einfach, in unser Studio zu kommen heute. Wegen der Sicherheitskonferenz. Ja, OSZE-Tag, ausgerechnet in Hamburg-Mitte. Super. Man könnte es ja auch irgendwo anders machen, aber Sie wollten es partout hier im Messegelände. Auf Island wäre meine Idee. Auf Island. Ja, in Reykjavik. Flugzeugträger in der Nordsee. Warum nicht? Aber nicht in Hamburg. Nicht in Hamburg. Mein Vorschlag fürs nächste Mal. Ich schließe mich an. Wir freuen uns aber auf jeden Fall, dass wir eine so großartige Sendung haben. Und wir wollen jetzt gar nicht länger Zeit vertun. Wir haben doch einen so wichtigen Mann neben uns sitzen, der uns zurück in unsere Kindheit führt. Wer hätte das gedacht, dass nach den 60er Jahren Winnetou wieder zu uns kommt und Old Shatterhand und das Ganze in Person von Wotan Wilke-Möhring. Das hätte ich mir nicht schöner vorstellen können in meinem Leben. Herzlich willkommen. Kind natürlich, darüber werden wir gleich noch sprechen, rauf und runter mit dem ganzen Thema Cowboy und Indianer und Karl May befasst hast. Wie schwer war es für dich zu entscheiden, will ich wirklich ein Remake machen, weil man ja da auch an so einer Legende rührt dann? Genau, es ist 60 Jahre her. Ja. Und ich kenne die Filme nur aus dem Fernsehen. Also ganz so alt bin ich nicht. Also ich kenne die nicht aus dem Kino, aus den 60er Jahren. Und ich habe die Bücher gelesen und es war ja, wir rühren da nicht an der Legende, sondern wir ehren diesen Stoff weiter. Wir transportieren diese tolle Geschichte, diese tolle Freundschaft in, über zur nächsten Generation. Und das war uns ein großes Anliegen, weil viele, mein Neffe, 18, 16, die kennen diese Stoffe nicht mehr. Nicht nur die kleinen grünen Bücher nicht mehr, sondern auch die Filme nicht mehr. Und deswegen fanden wir mit der Entwicklung, die der Stoff genommen hat, mit Philipp Stölzer als Regisseur, mit der Produktion, dass die Zeit gekommen wäre, das neu zu interpretieren. Also wir rühren gar nicht an die Klassiker. Was ist gleich und was habt ihr vielleicht ein bisschen anders gemacht? Ihr habt ja vielleicht manche Details ein bisschen genauer erzählt. Ja, wir sind wesentlich, realistischer auch im Optischen geworden. Also es sieht hart aus. Also die Ankunft im Westen, das Überleben im Westen, auch für die weißen Siedler. Wir sehen die Stadt Roswell, in der Karl May ankommt, sehen wir noch in Zelten gebaut. Die entwickelt sich im Laufe der Zeit. Dann ist sehr viel Wert drauf gelegt worden auf die Ausstattung der Indianer. Dann ist Nochochi nicht mehr nur die Schwester von Winnetou, sondern eben die Schamanin des Stammes. Sie ist quasi das emotionale Zentrum. Dann gibt es die anstehende Vermählung zwischen Old Shatterhand und Nochochi. Dann gibt es
sehen wir wirklich, wie er als, wie es in den Büchern auch zum Teil ist, dass er als Karl May ankommt und zu Old Shatterhand wird, wie er überhaupt Old Shatterhand wird, wie er diesen Lederanzug bekommt und so weiter. Klingt toll. Wer sich da jetzt noch nichts dazu vorstellen kann, für den haben wir eine kleine Hilfe. Weil das, was eigentlich erst am 25., 27. und 29. Dezember jeweils um 20.15 Uhr bei Rittel zu sehen ist, das haben wir hier in Aufstellung. Das ist ein anderer Sender. Das sieht groß aus. Aber ihr seid einer Sache treu geblieben, die es auch in den 60ern schon gab. Ihr habt tatsächlich auch wieder in Kroatien gedreht. Genau, die Drehorte waren, viele von, davon waren Drehorte der alten Filme, weil man das einfach damit verbunden hat. Es ist ja so, dass Karl May unser Wildwestbild ja geprägt hat, bis hin zu, ich will jetzt nicht sagen, bis zum Kostüm, den wir heute noch für Indianerkostüme halten. Ja. Und deswegen wussten wir auch, als wir dann da waren, warum er diese Orte gewählt hat. Die sind halt großartig, die sind, vieles hat sich natürlich verändert, sind Nationalparks geworden, wir können nicht mehr die Dreh, also können nicht mehr Öl auf dem See schütten, den anzünden so, und so weiter. Ja, das ist natürlich wirklich schade. Ja, das war sehr, das war so ärgerlich. Besser, muss man sagen. Genau, und aber diese, diese Landschaft hat ja viel mit einem gemacht. Diese Landschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Landschaft, diese Weite, diese Umgebung mit den Pferden, da waren auch Wildpferde, die vorbeigekommen sind. Wir hatten Bären am Set morgens. Das hat einfach schon viel dazu beigetragen, in diese Zeit zurückzufinden. Es ist ja nicht nur ein Western- und ein Abenteuerfilm, es ist auch ein historischer Film. Und es ist eben diese Geschichte dieser großen Freundschaft. Und die, finde ich, fanden wir sehr wichtig, die eben auch jetzt in dem, was draußen abgeht in der Welt, mit der Begegnung mit dem Fremden, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das zu erzählen. Weil es geht um die Angst zu nehmen vor dem Fremden. Und das ist das, was in der Figur Karl May, Old Shatterhand, passiert, ist die Annäherung als etwas Fremdes, um es zu akzeptieren, sogar so sehr, dass eben diese Blutsbruderschaft entsteht. Das ist ja ein hochaktueller Stoff. Absolut. Frau Fiedler ist ja in Kroatien geboren. Ja. Sind Kroaten. Ist denn dieser, sagen wir mal, in Ihrem Land Winnetou auch Kult aus der Zeit, als noch Lex Barker und Pierre Wies? Niemand kennt Winnetou. Natürlich ist das Kult. Das hätte man sensibler formuliert. Das ist ganz, ganz großer Kult. Ja. Und wir sind da ganz besonders stolz drauf. Und diese ganzen Drehorte aus den 60er Jahren, die heute Nationalpark sind, waren das die Plitwitzer Seen auch? Genau. Die sind natürlich unser Kulturgut und wir sind da besonders stolz drauf. Ich glaube, wenn ich dich mit nach Dalmatien nehmen würde, könntest du dort König werden. Nächstes Jahr, wenn ich das mal. Ja, überleg dir das mal als Sabbatical. Du, ich werde jetzt mal 3 Monate König und guck mal, wie es mir gefällt. Genau, Wotan Wilke Möhring. Du bist der Regisseur, Philipp Stölz ist jetzt der Regisseur, der es damals war, Dr. Harald Reinl. Ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen. Doktor war man damals noch, wenn man Regisseur war. Im Abspann, ja. Auch daran hat sich viel geändert. Dr. Harald Reinl, werde ich nie vergessen. Ja, kenne ich noch, weiß ich noch ganz genau. Ja. Kennt man denn in Amerika, Sie wohnen ja im echten Land der Apachen, ja. Kennt man da, also kennt man da... Kennen Sie einen persönlich? Kennen Sie denn die Apachen? Kennt man da Winnetou? Nein. Wirklich nicht, oder? Nein, kennt man nicht. Das war ja für uns grotesk, sich vorzustellen, weil es eben so ein Stoff ist, den wir alle irgendwie kennen. Also wir als Kinder, ich mit 2 Brüdern aufgewachsen, natürlich immer davor gesessen, Tränen vergossen, Karl May für Spiele Elsbing gegangen, Pierre Bries Autogramm angestanden, im Garten nachgespielt, wer muss Amata fallen, wer nicht. Und wer musstest du? Ich musste auch mal, ja. Warst aber du welches Geschwister warst du, mittleres oder jüngstes? In der Mitte der 3 Jungs. Ja. Ah, okay, der Kleinste steht immer Amata fallen. Ja. Frau Mittermeier und Herr Neureuther, ich meine, Sie... Das haben wir auch gespielt. Genau. Haben Sie gelesen? Ist gut gewesen. Haben Sie die Bücher gelesen oder auch damals die Filme gesehen? Alles. Karl May musste man lesen. Ja. Und nicht in der Paperback-Form, sondern in der klassischen. Grüner Einband. Lederimitat. Ja, Wahnsinn, die stehen auch heute noch im Regal, weil das ist eine Jugenderinnerung. Und ich weiß noch gut, wie das gedreht wurde, die Landschaften. Das war so faszinierend. Es ist halt schlimm und darum ist der Film so gut, dass wir alle in unserem Gedächtnis Indianer und die Problematik mit diesen Filmen letztlich verbinden. Aber die Realität ist ja dann doch anders. Ist hier aber das Angebot eben, dass du über den direkten Kontakt mit dem Fremden, weil wer von uns kennt das Fremde, vor dem alle irgendwie Angst haben oder vor dem der erzählt wird, dass du Angst haben musst, wenn du das Fremde wirklich kennenlernst und es eben nicht mehr fremd wird, dann entsteht was anderes. Und das ist eben, das war die Botschaft damals, das wird die Botschaft auch, wenn es denn eine gibt, neben dem großen Unterhaltungsfaktor, eine Botschaft dieses Filmes sein. Das zu überwinden und zu sehen, was ist denn überhaupt das Fremde? Es ist so, dass hier die Geschichte bei Karl May, da wird ja eher von der Gier und Habsucht der Weißen abgestoßen, als von den Indianern angezogen und landet irgendwann im Nirgendwo seiner selbst und wird dann eben ein halber Indianer. Und das ist eben dieses, zu gucken, dass du die Angst ablegst vor dem, was fremd ist. Und das macht er als Ingenieur aus Deutschland. Und das ist eben all das, was man nur draußen anbieten kann, zu sagen, leg die Angst ab. Und das ist diese große Botschaft. Sehr gut. Sehr gut. Wir wissen ja, dass du mit einem albanischen Star zusammengespielt hast, der heißt Nik Çelişkili.
Der ist in seiner Heimat Albanien ein großer Star und der spielt eben die Titelrolle des Winnetou. Und ihr seid aber euch wirklich, ja. Ich meine, würde jetzt sagen, näher gekommen, aber ihr seid Freunde gewesen. Ja, genau. Wir haben die Figuren, die Stoffe, jede Szene gleich verstanden. Also wir haben einen ähnlichen Humor, eine ähnliche Herangehensweise an diesen Stoff gehabt. Er hatte natürlich eine ganz andere Disziplin noch mit seiner Diät. Er durfte nicht mal ein Bier trinken oder so, weil er eben auch viel oben ohne. Oh nein, das ist nicht wahr. Das ist halt bei den Oben-Ohne-Rollen. Wir kennen es. Da darfst du nie Bier trinken. Sei mal froh, dass du immer dein T-Shirt anbehalten kannst. Ja. Wann war denn deine Oben ohne Rolle? Das ist schon ganz lange vorbei, ehrlich gesagt. Aber hab ich nie ein richtiges Angebot. Auf jeden Fall, wenn man 3-4 Monate da in Kroatien verbringt, fernab der Heimat, dann schweißt das zusammen und wir sind wirklich mehr als Freunde. Also richtig, richtig, wenn es das Wort Blutsbrüder noch geben würde, dann wären wir Blutsbrüder. Dann wärt ihr es. Du hast gerade erwähnt, dass du dir ein Autogramm von Pierre Bries damals geholt hast. Bei welcher Gelegenheit war das der Fall? Karl May fürs Spiel Elsbeth. Da hat er gespielt, in Winnetou gespielt, da habe ich einen angestanden. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber schon sehr lange her. Mhm. Das ist eigentlich schade, dass er ist 2015 gestorben, dass er das jetzt nicht mehr sehen kann, weil ich glaube, er wäre sehr zufrieden und stolz auf das, was ihr da gemacht habt. Ja, wir haben versucht, also es gibt wohl noch einen Briefwechsel auch zwischen Philipp Stölzel und Pierre Bries und wir haben natürlich weil ich bin ja auch einer von diesen Verehrern der alten Filme, aber wir haben versucht eben diesen mit maximalem Respekt, mit einer Emanzipation, aber auch gleichzeitig diesem wertvollen Stoff zu begegnen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Und ich hoffe, dass die Generation, die mit Winnetou, die alten Winnetou-Filme nicht kennt, mit diesem Stoff so groß wird, wie wir mit den alten Filmen. Also das ist auf jeden Fall toll. Auch der Musik. Ohne diese Musik gäbe es diesen Film nicht. Ja. Und die der Musik, Komponist. Ja, das meine ich. Die Musik war der Schlüssel auch zu diesem Film. Und da sind wir natürlich ganz dankbar, dass das neu eingespielt wurde. Aber das ist die alte Musik. Ja, das ist natürlich Thema. Toll. Oh, wow. Ja, weil du willst natürlich zu den Bildern die gleiche. Du musst die Musik hören. Sonst ist das natürlich tatsächlich komisch. Also, Richard David Precht kennt den Komponisten noch. Hm? Naja, ich bin ihm vor 2 Jahren begegnet. Und das war ein ehrwürdiger Herr mit seinem Seidenschal, ne? Helmut Pöttiger. Mhm. Und wenn er nicht inzwischen gestorben ist, damals macht er noch einen sehr fidelen Eindruck. Dabei. Ja, lebte er noch. Da habe ich mich jetzt meine Frage. Ist das genau dieselbe Musik vom Pöttiger? Also ich kenne die auch noch ganz genau, ich kenne ihn auch noch sehr gut. Und es ist neu eingespielt worden. Aber dieselben Themen, alles genau. Ja, genau. Es gibt das Old Shatterhand-Thema noch und es gibt das Brüder-Thema. Genau, die Themata sind ähnlich, aber neu eingespielt worden unter seiner Aufsicht. Warst du eher Indianer oder Cowboy früher? Beim Spielen eher Indianer. Warum? Ja, weil mich hat das Weltbild der Indianer interessiert, so wie es jetzt tatsächlich auch Kamai interessiert, dieses nichts gehört keinem. Wir sind ein Teil von allem. Bist du da so tief eingestiegen? Weil als Kind willst du doch nur die geilste Klamotte. Nee, fand ich nicht. Nee. Nein. Ich fand das toll. Den Federschmuck, die längsten Federn. Nee, das war ja dann schon, da ging das so über meine Anarcho-Punk-Richtung. Ja, genau. Ich fand das toll, dass man ohne Besitz so leben kann auch. Also, dass man auch nur das jagt, was man tatsächlich verzehrt. Nicht auf Vorrat, dass man sich bedankt bei den Büffeln, wenn man einen erlegt, dass man so als Teil sich empfindet. Dann fand ich das toll, dass die in Verbindung stehen mit den Ahnen. Und ja, so dieses Direkte, was eben Yasua, die Mexikanerin, die toll die Nochuchi spielt, eben so toll rüberbringt, dass wir in Verbindung stehen mit allem. Und wir stehen in Verbindung mit ganz wenig. Und das fand ich schade und das hat mich als Kind schon interessiert. Aber dann ist ja diese Rolle praktisch, das spiegelt ja deine Lebensphilosophie wieder. Da hättest du dich eigentlich um die Rolle des Winnetous bewerben müssen und jetzt ist es gescheitert am Bier und an deinem Oberkörper. Das müssen wir jetzt mal ganz klar sagen. Nein, ich finde das ja toll, also auch den eigenen Kulturkreis nicht zu verleugnen. Das gehört ja auch dazu. Nämlich, es gibt irgendwann den Schlüssel, dass er sagen kann, du kannst Old Shatterhand bleiben auf unserem Indianerland. Du musst nicht Indianer werden. Es gibt tatsächlich eine Situation, wo er verzweifelt. Wo gehöre ich jetzt hin? Er ist bei den Weißen rausgeschmissen worden. Staatsbürgerschaft. Oder herumirren im Niemandsland. Und das ist ein toller Prozess, zu sehen, wo gehöre ich hin? Ja, und das herauszufinden, das war auch Teil dieser Reise, dieser Figur, kann man dazu erzählen wird. Und das fand ich immer schon spannend, herauszufinden, wer man ist. Warum? Ich finde das auch wirklich toll, dass das ein Spiel ist, was niemals an Aktualität verlieren wird. Weil ich meine, alle unsere Jungs, du hast ja auch Kinder, dieses Spiel Indianer und Cowboy ist auch ohne, bevor die schon verstanden haben, was das genau bedeutet, werden die das spielen? Ich habe zwei Töchter, und bei denen ist aber deutlich, die Schminknummer mehr im Vordergrund als das Marterpfahl. Neulich las ich in einem Magazin, was sich mit Pädagogik befasst, dass Indianerspiele politisch nicht mehr korrekt sind. Teilen Sie die Meinung? Was liest du denn für Zeitschriften? Wie in Eltern oder sowas. Ja, oder Psychologie gestern. Wenn die Eltern das spielen, dann ist das doof. Wenn die Eltern spielen, ist doof. Das ist doof. Ja, wahrscheinlich wegen Schießen. Das Problem ist ja, ich freue mich, dass ich jetzt den Hintergrund erfahre. Ne? Denn mein Sohn, der ist 8 und der hat neulich gesagt, ich will eine Waffe.
Ja? Weil das Schießen ist ja, das habe ich ja früher auch gemacht mit Winnetou und Old Shatterhand. Da werden mit Stöckern geschossen in den 70ern. Ja. Und jetzt war ich mit dem im Spielzeugladen und was man da kaufen kann an Pumpguns und Raketenwerfern für Kinder, das war schon krass. Da gibt es auch andere Spielzeugläden. Ja, genau. Ne? Aber da wollte er nicht rein. Und dann werde ich hier sagen, da muss er nicht rein. Die großen Waffen haben zum Nachladen. Ja, 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 genau, ja klar, ne? Klar. Darum geht's. Steffen, du Indianerspiele oder Doktorspiele? Nee, Indianer. Findet du, auch diese Silberbüchse. Ganz billig. Ja, die gehen gar nicht drauf ein. Ja, ich hatte auch so eine Silberbüchse. Die hieß doch, glaube ich, von Findet du, das Gewehr, genau. Und von Old Shatterhand war der Bärentöter, ne? Nee, der Händelschutz. Genau, ja. Stimmt. Händelschutz. Ja, Händelschutz. Nee, das haben wir mit dem Staubsauger meiner Mutter nachgespielt. Ja. Die haben wir so quer und dann, oder, das wäre ganz gut. Ich sehe es vor mir. Ja, mit unendlich Munition. Genau. Unendlich Munition, genau. Hände hoch oder ich sauge. Ja. Ja. Und ich bin mir sicher, das wird wieder etwas sein, was die Nation vor dem Fernseher versammeln wird, weil letztendlich am 25. abends ist man schon so weit, dass man im Prinzip auch die Flucht vom Küchentisch weg. Ja, und es ist einfach Kino fürs Fernsehen. Ja, genau. Es ist einfach Kino gemacht. Und wir haben es jetzt auch gerade gesehen, 4000 Komparsen. 4 Millionen Komparsen. Ja. Die alle Kroaten, die es gibt, haben da mitgespielt. Das ist, nee, aber das ist eben wirklich, wie du sagst, eben auch ein historischer und auch ein Kostümfilm letztendlich. 4 Millionen? Nein, ach, es gibt 4 Millionen. Das war doch mal. Zum Teil in Doppelrollen. Ja, klar. Also wie auch immer, bei uns Old Shatterhand. Ja, genau. Ich hab vor ein paar Tagen im Freundeskreis gesagt, dass unser nächster Gast kommt. Und dann hat der Freundeskreis gesagt, das war so ein Abendessen. Haha, der kommt nie. Der ist doch in Amerika. Das ist völlig undenkbar. Den kriegt selbst ihr nicht. So, meine Damen und Herren, Irrtum. Unser nächster Gast hat Filmgeschichte geschrieben. Nach dem überragenden Film, der alle damals wirklich alles in den Schatten gestellt hat, was Deutschland bisher an Filmerfolgen hatte. Das Boot ist er 1986 von Hamburg nach Hollywood gegangen. Dort hat 87. Er ich sag mal Ende 86, Anfang 87. So. Okay. Und dort hat er mit den ganz Großen geredet, mit Harrison Ford, mit Dustin Hoffmann, mit Clint Eastwood, mit Brad Pitt. Und seine Filme wurden 15 Mal für den Oscar nominiert. Mhm. Und immer eine Rede dabei gehabt. Ja. Ja. Und so, aber das kommt. Ja. So, und jetzt ist er nach Deutschland zurückgekommen und hat hier einen Film gemacht mit den besten Schauspielern. Also natürlich sind hier auch die anderen besten Schauspieler. Aber die, die jetzt, sagen wir mal, nicht Zeit hatten, da hat er die anderen besten genommen. Und mit denen hat er einen großartigen Film gemacht. Wolfgang Petersen ist bei uns. So. Vielen Dank. Sie ehren die Sendung. Mein lieber Wolfgang Peter, Sie sind in Emden geboren. Ja. Sind in Hamburg Hamburg aufgewachsen, also als Junge nach Hamburg bereits gekommen. Ja, mit 9. Mhm. Mit 9. Und Ihre Eltern haben Ihnen eine kleine Kamera geschenkt. Eine 8mm Kamera. Also ja, noch war, vor Super 8. Ne? Das, oh ja, das war vor Super 8. Ich hatte meinen Eltern gesagt, ich war damals 12. Und ich war ja so viel in amerikanischen Filmen gewesen, haben Kino, ich habe sozusagen Kino gelebt. Und das hat mich so fasziniert. Und ich habe gesagt zu meinen Eltern, das war ein ganz heiliger Moment, ich habe gesagt, jetzt bin ich 12 Jahre, jetzt möchte ich aufhören mit den Spielzeugen, mit den Eisern, mit den kleinen Lokomotiven und all den Sachen. Ich möchte eine Kamera haben, eine 8mm Kamera, und die haben sie mir auch geschenkt, und da fing ich an. Und da habe ich die ersten Filme gemacht, meine ersten Meisterwerke. Und wenn ich sie jetzt angucke, das sind, weiß Gott, keine Meisterwerke. Nee, wirklich. Aber Sie haben sie aufgehoben. Ihr erster Film, erinnern Sie sich? Das erste, also ich meine in Emden noch oder schon Hamburg? Nee, das war in Hamburg. Der erste Film, den ich gemacht habe, war ein Film mit einem Geist, ein Geisterfilm. So ein bisschen mit Horrorelementen. Wir hatten den Geist gespielt. Das war ein Freund. Das war ein Freund. Ja, wer war das? Der kann heute sagen, das war nicht Til Schweiger. Ich war der erste Protagonist bei Wolfgang Petersen. Das ist ja auch nicht schlecht. Der ist stolz, der Mann. So, seit 30 Jahren leben Sie in Los Angeles und haben Welterfolge gemacht. In The Line of Fire, Air Force One, Troja. Jetzt haben Sie sich dazu entschieden, wieder in Deutschland zu arbeiten. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mal eine Komödie machen. Ja. Meine Frau sagte das immer zu mir, Maria, sie sagte, du müsstest wirklich mal, weil du hast doch irgendwie so ein Gefühl dafür und du lachst viel, hast viel Humor, und die anderen Leute sagen alle, mach doch mal eine Komödie. Und wie wir alle wissen, die wir in dem Beruf zu tun haben, Komödie ist das Schwierigste, was man machen kann. Und ich hatte immer so eine gewisse eine Scheu davor, kann ich das oder kann ich das nicht? Und da hat dann plötzlich meine Frau gesagt, was ist mit diesem 4 gegen die Bank? Das ist ein Film, den ich mal gemacht hatte fürs Fernsehen. 76, wie wäre es denn damals, das fürs Kino zu machen? Und dann dachte ich, okay, das versuchen wir mal. So fing alles an. Und dann dachte ich, mein Gott, noch mal, das jetzt auch noch in deutscher Sprache. Ich habe ja nach dem Boot habe ich nie wieder einen Film in deutscher Sprache gemacht. Und jetzt auch noch eine Komödie in deutscher Sprache, das wird bestimmt so eine Herausforderung.
Und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Es war super, es war wunderbar. Sie haben ein wahnsinnig beeindruckendes Ensemble. Ich habe es in der Anmoderation schon versucht zu formulieren. Zusammenbekommen. Ja. In der ersten Verfilmung, es gibt uns die Gelegenheit zu erinnern, war Walter Kohut einer der Protagonisten und Harald Leibniz. Jetzt haben Sie Jan-Josef Liefers, wir haben Bulli Herbig, Sie haben Til Schweiger, Sie haben Schweighöfer. Til Schweiger, sensationell, spielt einen etwas depperten Boxer. Ja, ja, ein großes. Also wie haben Sie, wer hat als erster zugesagt? Es ist eine ganz komische Geschichte. Also als wir das Drehbuch dann sozusagen in Arbeit hatten, machen wollten mit Warner Brothers, da dachte ich, Til Schweiger wäre dafür für den Schauspieler, für die Harald Leibniz-Rolle der Beste. Dem haben wir das gegeben. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, vielleicht das nicht als Regisseur zu machen, sondern als Produzent, weil ich weiß nicht, ich hatte immer noch so eine gewisse Sorge mit der Komödie. Und dann kam der Bulli Herbig zu mir nach Los Angeles. Ich kannte ihn nicht und wir haben so Lunch gehabt zusammen. Und er sagte dann, was machst du, wie man es so sagt, wie machst du und so, was machst du für Filme? Ich sage, ich mache Vier gegen die Bank. Vier gegen die Bank, ja. Und wer spielt da die Hauptrolle? Ja, ich sage, der Til Schweiger. Schade. Der. Der wird überschätzt. Ja, also die Laune sank so ein bisschen und damit war das Gespräch dann auch zu Ende und so. Und dann rief er aber nach ein paar Tagen später, rief er an von Deutschland und sagte, pass mal auf, mir ist da was eingefallen. Der Film heißt doch Vier gegen die Bank. Und wenn der Til den einen spielt, was ist mit den anderen dreien? Da habe ich dann schon mal überlegt und da hat er tatsächlich Telefonate gemacht. Wäre das nicht der größte Knüller, wenn jetzt auch noch der von den großen Vieren, die es so gibt in Deutschland, ne? Der Matthias Schweighöfer, der Liefers und ich die anderen drei Rollen spielen würde. Wäre das nicht toll? Ich sage, Mensch, das also Sonnenbesetzung hat es ja noch nie gegeben. Wenn ihr das hinkriegt, das wäre toll. Aber es gibt eine Voraussetzung. Also in dem Fall müsstest du dann dich wirklich entscheiden, rüberzukommen und es als Regisseur zu machen. Also wir machen sozusagen einen Deal, wenn du kommst, dann machen wir alle vier das und dann würdest du dann vielleicht sagen, wenn ihr alle vier das macht, dann komme ich. Ne? So ging dieser Deal und so haben wir es gemacht und blitzschnell war alles zusammen. Und Bulli Herbig spielt einen Herbig spielt einen sexuell verklemmten Bankberater, der Nacktheit nicht erträgt. Das ist weder bei Frauen noch bei sich. Das ist richtig schwierig. Das ist sehr schwierig. Und ist auch sau komisch. Wir haben einen Ausschnitt, am 25. Dezember kommt der Film in die Kinos, aber Sie können jetzt schon einen Ausschnitt sehen. Ja. Ich muss schon sagen, es ist ein bisschen albern, aber es sollte es ja. Das ist ein wunderbarer Film. Ich sage dem Publikum, wenn Sie sich amüsieren wollen, gehen Sie rein. Es ist ein wunderbarer Film. Jetzt ist natürlich die Frage, Sie haben erzählt, dass Sie eine gewisse Scheu hatten, eine Komödie zu machen. Und Sie haben nach langer, langer Zeit seit dem Boot wieder, Sie sind ja 87, glaube ich, nach Amerika gegangen. Das war ja Anfang 87. Aber das erste Mal eben auch wieder in Deutschland gedreht. Ja. Was ist der größte Unterschied gewesen zwischen den Arbeitsbedingungen hier und Amerika? Gleich vorweg, diese Zeit in Deutschland, die Dreharbeiten hier waren mit das Beste oder vielleicht das Beste überhaupt, was ich je erlebt habe. Das war wunderbar. Und das hing damit zusammen, dass A, habe ich festgestellt, dass wir, was Schauspieler angeht, hier in Deutschland eine unglaubliche Qualität von Schauspielern haben. Das war ein reines Vergnügen. Es war ja nicht nur die vier, es waren ja auch die Damen, die wir haben in dem Film. Die ganze Riege, die wir da hatten von Antje Trau und der Lara und wie sie alle heißen, die waren wunderbar. Das war für mich eine tolle Sache und das in der eigenen Sprache machen zu können, mit denen war toll. Dann aber, was ich nicht so gewusst hatte, dass die Teams, die Crews hier in Deutschland inzwischen ein wirkliches Weltklasse-Niveau erreicht haben. In diesen 20, 30 Jahren, wo ich nicht hier war, hat sich hier so viel getan, sodass ich wirklich wir wissen, dass die Budgets sind natürlich nicht die wie in Amerika. Man muss sparen, man muss das billiger machen. Aber die Qualität, die man hier trotzdem erzielen kann mit diesen Leuten, war unglaublich. Und dann, dass es in eigener Sprache möglich war, also für mich, Deutsch mal wieder zu drehen, das war ein Hochgenuss. Das war also wirklich das, was wir am Anfang gesagt haben, wäre es nicht toll, wenn du rüberkommst und wir machen das zusammen. Und dann, es hat der ganzen Geschichte von Anfang an so einen Event-Charakter gegeben, von die besten Schauspieler zusammen und von mir rüberkommt und macht es als Regisseur zusammen. Es ist so voll aufgegangen, es war wunderbar. Ich möchte das nicht missen, das war eine ganz tolle Zeit. Matthias Schweighöfer. Matthias Schweighöfer und Til Schweiger haben erzählt, dass sie zum einen sehr geschätzt haben, ihr Catering. Zum anderen kommen wir gleich. Was ist das Geheimnis ihres Caterings? Ich glaube, eine Suppe. Ja, die 11-Uhr-Suppe. Die 11-Uhr-Suppe, die ist inzwischen auch in Hollywood, hat sie sich sehr durchgesetzt. Damit habe ich gleich mit dem ersten Film, glaube ich,
In the Line of Fire angefangen. Ich stellte fest, dass Schauspieler und das Team, wenn es so morgens um 7, 7:30 losgeht, dann voller Energie wird gearbeitet und dann so gegen 10, 10:30 fängt es an, so ein bisschen die Luft rauszugehen. Und ich dachte, es hängt wahrscheinlich mit Appetit zusammen, mit Hunger, so dass irgendwie so Blutzucker runtergeht. Mhm. Habe ich gesagt, wie wäre das, wenn wir um 11 Uhr zwischen Frühstück und Mittag eine ganz tolle, aber wirklich eine ganz tolle Suppe liefern, die die 10 Minuten, Viertelstunde lang essen können und Spaß haben. Ich mache dann immer auch noch so ein Rating zwischen 0 und 10, wie gut die Suppe ist. Und ja, und wenn ich dann sozusagen sage, es ist eine 9, dann jubeln sie alle und dann geht's los, dann essen sie die Suppe. Und ich sage ihnen, es geht danach wunderbar weiter. Und das haben wir hier auch eingeführt und das schlug einen wie eine Bombe. Also das wurde, und es wurde gelobt, dass sie alle wieder früh abends bei ihren Familien waren und bei ihren Angehörigen. Ja, wir drehen schnell. Ja. Ich drehe sehr schnell und wie gesagt, wenn die Energie auch wieder da ist und das Talent von den Leuten so toll ist. Wir waren 1, 2, 3 Stunden früher fertig hier immer. Und weil im Grunde wir wussten, was wir wollten. Und es war eine ideale Zeit. Sie haben gerade erwähnt, In the Line of Fire mit Clint Eastwood. Mhm. Ihnen wurde damals, das war Ihr erster Film in Amerika, Ihnen wurde damals abgeraten, mit Clint Eastwood zu drehen. Warum? Ja, man sagte mir, also er ist over the hill. Er war damals 63 Jahre alt. Sollte einen Secret Service Agenten spielen, der also halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ich sag, was heißt over the top? Das ist genau ideal dafür. Ja. Nicht? Das ist also so eine Rolle, wo man wieder zurückkommen kann, einen riesen Durchbruch wieder haben kann. Und das hatte er auch dann. Ne? Das war also wunderbar mit ihm. Danach folgten Filme mit Harrison Ford, George Clooney, Brad Pitt, Dustin Hoffmann. Ihr letzter Film, aber Herr Petersen, liegt 10 Jahre zurück. Mhm. Warum haben Sie sich so eine lange Auszeit genommen? Die Auszeit, das habe ich mir nicht genommen. Das hat sich ergeben. Es kam dann die große Wirtschaftskrise, ne, die wir alle kennen, die haben die Studios vor allen Dingen sehr getroffen. Die Studios wurden unglaublich nervös. Die haben gesagt, wir müssen jetzt irgendetwas finden, wo wir doch noch unser Geld verdienen müssen. Und dann kam die große Idee und das große Konzept mit den Superhero-Filmen. Mhm. Dass sie gesagt haben, da ist schon ein eingebautes Publikum weltweit, da können wir wirklich noch Geld verdienen. Die haben es versucht, mit Marvel Comics und DC Comics das zu machen. Und das ist plötzlich, und ich sage bis heute noch, sind das die ganz großen, erfolgreichen Geldbringer, die kosten wahnsinnig viel Geld zu machen. Aber plötzlich waren die Filme, die wir so gemacht haben, und Scorsese und Coppola, wie sie alle heißen, die Regisseure, die mehr für erwachsene Publikum gemacht haben, Filme gemacht haben, mehr dramatische Filme gemacht haben, und wo auch sehr viel der Schauspieler sehr im Zentrum stand. Diese Filme wurden eine Endangered Species, die wurden nicht mehr so häufig gemacht, immer weniger. Immer so, es ist immer noch so. Von daher hatten wir noch über Jahre hinweg Schwierigkeiten, diese Art von Filmen, wie zum Beispiel Troja, Perfect Storm, sogar Air Force One oder so, die würden nicht so ohne weiteres heute mehr gemacht werden, weil die zu risikoreich sind. Und dadurch ist das, hat sich diese ganze Landschaft, die Filmlandschaft doch verändert. Und es ist jetzt festzustellen allerdings, und das ist interessant, dass das Fernsehen daraufhin in Amerika hat reagiert. Und das Fernsehen hat jetzt eine riesige Qualität in Amerika. Und immer mehr jetzt, wir alle gehen rüber und machen Fernsehserien. Und was ihr gemacht habt, dass ihr sagt, okay, wenn du diesmal jetzt fürs Fernsehen oder so, ist ganz typisch, dass man sagt, wir machen jetzt was fürs Fernsehen. Und das hat sich in Amerika, und das müsste in Deutschland eigentlich auch noch mehr und mehr entwickelt werden, weil das amerikanische Fernsehen jetzt hat, speziell was Kabelfernsehen angeht, eine riesige, tolle Qualität. Games of Thrones und all diese Filme sind fantastisch. Sie haben ja im Fernsehen begonnen. Ich meine, Ihnen ist nicht verborgen geblieben. Der Tatort ist einer der letzten großen Fernsehereignisse, das jeden Sonntag 10, 11 Millionen vor die Zuschauer bringt. Ja. Und Sie haben das Reifezeugnis gemacht mit Nastassja Kinski. Sie haben sechs Tatorte gemacht insgesamt. Wir haben... Und wir haben. Sehr gut. Wir haben eben gesehen, Klaus Schwarzkopf. Wenn man genau aufpasst, Klaus Schwarzkopf, Judy Winter haben wir auch gesehen und Christian Quartflieg in Young Shape. Ja. Würden Sie noch mal einen Tatort machen? Das werde ich natürlich oft gefragt. Ich sage da. Würden Sie eine Antwort parat haben? Ja, nee, nee, nee. Ich bin in Stuttgarter, wenn ich das mal merke. Nein, ich würde es schon ganz gerne mal machen. Einfach nur so. So aus nostalgischen Gründen. Ich würde es ganz gerne noch machen, wenn man irgendwas findet, wo es auch Sinn macht, dass ich das mache. Also irgendeine vom Stoff her, von der Besetzung her, also es muss irgendein Hook dabei sein. Irgendwas, wo ich sagen würde, okay, das würde ich gerne machen. Ein Mordfall in Emden. Ja. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Weil der Wolfgang Peters ist bei uns. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das kann wahrscheinlich nur Wolfgang Petersen nachempfinden. Warum? Darüber werden wir gleich sprechen. Es war eine absolute Sensation im Filmherbst, denn 3 deutsche Produktionen waren für den Emmy nominiert. Und sie hat dann den Preis gewonnen, den alle haben wollten, nämlich für die beste weibliche Hauptrolle. Und sie hat den Preis entgegengenommen und ich glaube, sie kann es bis heute nicht ganz fassen, was passiert ist. Emmy-Gewinnerin Christiane Paul ist bei uns. It's so international. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so
das ist ein Gefühl, das begleitet einen jetzt noch mal so eine Zeit lang, oder? Dass wenn man so am Schaufenster vorbeigeht, guckt man so, hey, ich habe Emmy gewonnen. Na, ganz so ist es nicht, aber so langsam flaut es auch ab. Aber am Anfang war es schon ziemlich verrückt. Also die erste Woche war krass. Ich habe nicht mehr geschlafen und nicht mehr gegessen irgendwie. Es war verrückt. Ich wollte essen, wollte auch schlafen, aber es ging irgendwie nicht. Ich war so aufgeregt. Und das wird jetzt langsam besser, ist auch ganz gut. Aber was verändert sich denn praktisch? Also in dem Moment, wo du mit dieser Trophäe dann ins Flugzeug steigst und wieder nach Hause fliegst, ändert sich wirklich was? Oder geht es nur darum, dass man plötzlich einfach dieses Gefühl hat, dass einen so ein bisschen aufrechter gehen lässt? Eigentlich alles das nicht. Eigentlich verändert sich irgendwie gar nichts. Und trotzdem macht es mit einem was. Es war vor allen Dingen, glaube ich, diese riesige Freude, die mich erfüllt hat. Und diese Überraschung und diese Tage in New York, die so wunderbar waren. Und was natürlich doch schon toll war, wie Deutschland tatsächlich reagiert hat. Also erstmal habe ich mit dem Preis nicht gerechnet und dann war es so spannend, plötzlich mitzuerleben. Ich wollte eigentlich langsam irgendwann dann morgens schlafen gehen und Deutschland wachte gerade auf und dann kamen Glückwünsche von allen. Also Wotan war gerade in New York, der schrieb mir zum Beispiel... Aber nicht am Morgen. Nee, Wotan natürlich erst nach meiner Zeit, dann mittags. Aber es kamen eben ganz viele Glückwünsche von Freunden, von der Familie, von Kollegen rein und dann hat die Presse das wahnsinnig getragen und das war ja etwas, was man irgendwie nicht unbedingt erwartet. Und die Leute eben auch auf der Straße, die einen dann ansprechen und sagen Glückwunsch, die dann noch mal gucken. Ach, in New York? Nee, also ach so, in New York. Okay, aber in Deutschland. Das wär's ja noch. In Deutschland. Aber ich meine, alleine das Setting stelle ich mir schon so doll vor. Ich meine, es ist auch toll, wenn man nach Hürth fährt und da den deutschen Fernsehpreis bekommt. Aber noch toller ist es, glaube ich, wenn man in New York ist und dann unter all diesen internationalen Stars. Du hast ja gesagt, man hofft natürlich, also man hofft, ja, ja, oder klar, hofft man eigentlich hofft. Fast, dass man sich so denkt, ich will nicht da hoch oder das ist mir too much. Man hat ja auch Angst vor so einer Situation. Ja, ich hatte total Angst. Ich hatte zwischendurch auch überlegt, ob ich einfach mich auf die Toilette setze und nicht mehr zurückkomme. Ja, auch das ist schon vorgekommen, da bin ich mir sicher. Hier ist es schön ruhig, hier bleibe ich einfach. Und alle waren total entzückend und haben versucht, mit mir zu reden und Konversation zu machen. So am Tisch habe ich gesagt, bitte lass das, lass mich einfach links liegen. Ich sitze hier einfach und halte das jetzt irgendwie aus. Und es ist ja auch komisch, wenn man nicht mit seinen Leuten da sitzt, ne? Weil kanntest du da Leute? Ja, also mein Produzent Fritja Vorhang von der Enigma-Film war mit dabei und dann hat Leo Hirsch mich begleitet, der für die internationalen Emmys. Aber von den anderen Leuten? Annette Frier war da, die war super, die waren alle so, ja, du schaffst es. Die war da, weil die auch nominiert war? Nein, die war nicht nominiert, sondern die ist mit der NRW-Delegation mitgekommen und war sozusagen also als Gast da. Und die NRW heißt Nordrhein-Westfalen. Achso, entschuldige, ihr seid in Hamburg, ja, Nordrhein-Westfalen. Frau Mitarbeiter war eine Sekunde ratlos. Waren das alles Leute, die mir so ans Herz gewachsen waren und sind sowieso. Und die haben das wahnsinnig mitgetragen. Also ich habe natürlich auch irgendwie gedacht, was mache ich, wenn ich es nicht kriege, was ja eigentlich damit hat gerechnet. Statistisch wahrscheinlich. Also ganz klar, immer, also alles nominiert und es gewinnen immer die Engländer. Das ist anders als im Fußball, aber also so ist es meist da. Und insofern hatte ich mir überlegt, okay, was mache ich, wenn ich verliere? Es ist alles gut, die Tage waren toll und ich war nominiert, yeah. Ja, klar, hey! Also, wow! So, nee, dann klatscht man und dann ist man ja auch schnell ausgeblendet. Das Gute ist ja, dass man nur den Gesichtsausdruck beim und dann ist ja nur noch der Gewinner im Bild. Ja. Ich kenne das sehr. Herr Petersen, Sie hatten doch den ersten Emmy mit dem Boot gewonnen. Das war das erste Mal, ja, glaube ich. Mhm. Und wie war das damals für Sie? Haben Sie auch damals das Gefühl gehabt, dass sich wirklich Ihr Leben ändert? Ehrlich gesagt, nee. Ich war damals nicht so auf diesen Emmy. Ich wusste gar nicht so genau, wie wichtig das war. Das ist heutzutage ganz anders. Ich kann das mir gut vorstellen, was in Ihnen vorging. Aber ich damals war wirklich ein bisschen überrascht und wusste nicht, wie wichtig das wirklich ist. Auch eine Zeit lang her, ne? Das Boot. Mhm. Noch gewonnen hat. Du hast erstmal Judi Dench ausgestochen. Ja. Und Konterpart sozusagen für dich, also bester männlicher Hauptdarsteller, ist Dustin Hoffmann geworden. Ja, ja. Wow. Ja, es war echt. Es war auch schwer für mich. Und wie fandst du es dann danach? Weil da steht man ja im Mittelpunkt und dann muss man diese ganze Fotogeschichte da durchmachen und so und dann auch die ganzen Interviews. Ist das dann? Kann man das war irgendwie schlimm, weil ich habe es ja gerade mal so auf die Bühne geschafft und dann bin ich da runter und habe tatsächlich geschrien. Also ich bin eigentlich nicht so ein extrovertierter Typ, aber da geht so eine Treppe runter und ich habe dann nur so, ja! Und dieser Peter, der mich begleitet hat durch einen ewigen Küchengang zum Fotocall, der hat irgendwie, glaube ich, nicht verstanden, was mit mir los ist, weil ich war so, it's okay, you deserved it, it's fine, just breathe. Ja? Ja, so. Ja. Und dann bin ich zu diesem Fotocall gegangen und es war echt schlimm, weil das war quasi, waren alle Fotografen da und es war ja noch mehr Öffentlichkeit, aber der Raum war so klein, also fühlte ich mich fast wie zu Hause und dann fing ich einfach an zu weinen. Das ist ganz komisch, man denkt ja, man ja, weil der das Druck alles muss raus. Es war ganz schlimm ja. und dann weinte ich und weinte, ich stand da mit dieser Trophäe und also das war furchtbar und das hörte auch irgendwie nicht mehr auf. Und dann habe ich diesen Fotocall absolviert und dann habe ich noch Interviews gegeben, stundenlang. Und trotzdem weinte ich und versuchte irgendwie noch zu reden und dann war die Show vorbei, dann kam ich zurück in den Saal. Und dann alles war vorbei. Dann war Ende und dann geht man natürlich trinken und feiern, aber ich
konnte das irgendwie. Ich stand da irgendwie so und habe erstmal in der Gegend rumgeguckt. Ich könnte da auch nicht feiern. Wolfgang Petersen hat gerade in seiner norddeutschen zurückhaltenden Vornehmheit gesagt, dass er 15 Mal für den Oscar nominiert war. Wahnsinn, das heißt aber doch auch, 15 Mal hat man so eine kleine Rede im Revier. Fängt man ab der 12. Nominierung an zu sagen, pass mal auf, ich werde spontan was sagen. Ihr könnt mal einen Rutsch Ehrlich gesagt, ich habe wirklich nie eine Rede vorbereitet, weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass ich es gewinnen könnte. Aber ich stelle mir das beinhart vor, wenn man so oft nominiert ist. Oder haben Sie eine Rede vorbereitet? Ich hatte was vorbereitet, weil ich hatte mir schon Gedanken gemacht, weil ich dachte, wenn ich da tatsächlich hoch muss und dann noch so aufgeregt bin und dann noch in Englisch und es war, also ich meine, ich hatte echt Schwierigkeiten, mich zu sammeln. Aber ich mit der Oscar-Nominierung oder so, ich konnte dann in dem Moment nachfühlen, was das ist. Ne? Also dieser Schlag, der einen trifft. Oscar-nominiert, Raju. Kurz vor. Das ist nicht der Film. Der Film, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man da hinfährt, da sieht man ja alle Leute, die man nur aus der Gala kennt. Oder aus Filmen natürlich. Ist es denn dann so, dass man will doch einfach nur da sitzen und auch glotzen, nein, oder? Aber das Schöne ist, da kennt einen keiner, man ist total frei. Ja. Man läuft so 2 Meter hinter George Clooney, setzt sich dann dahin, neben einem Clive Owens, da geht man mal raus, da muss man immer einen Platzhalter, man geht raus und trinken, da kommt ein anderer Platzhalter, die sind dann voll sauer auf einen, weil man wiederkommt, damit der Saal immer voll ist. Und es war ja, das ist ja wie ein Rausch. Also man nimmt das ja so wahr und dann wird der Film kurz gezeigt, da weißt du, wie viele Leute den kurz sehen und so, das ist alles wie eine Blase, wie eine große. Wenn man dann eben noch, wie Christiane, dass er dann einen Preis in der Hand kriegt und mitnimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass es nach einer Woche erst runterkommt von dieser Euphorie. Ich will jetzt nicht das mit einer Geburt vergleichen, aber das ist kannst du auch nicht. Ja, entschuldige. Sie hat beides. 2 Geburten und Emmy. Das muss man erst mal schaffen. Auf jeden Fall habe ich mich so gefreut, dass ich mich sofort Christiane gratuliert habe, weil das war fast nebenan. Ich war in der Zeit in New York. Das fand ich einfach. Das ist großartig. Und sollen wir uns denn mal angucken, warum sie ihn überhaupt gewonnen hat? Weißt du, wir reden jetzt die ganze Zeit drüber. Aber da lass uns doch mal angucken. So Unterm Radar heißt der Film. Lief schon in der ARD, deswegen ist er ja auch ausgezeichnet worden. Wer ihn sich noch mal angucken will, kann ihn natürlich jederzeit in der Mediathek anschauen. Unterm Radar heißt er und so sieht's aus. Die Mami heult schon. Ja. Mit Kindern ist schwierig. Ja, aber das ist echt wow. Ja. Jetzt bist du am nächsten Morgen mit dieser Trophäe oder irgendwann dann also auch wieder zurückgeflogen. Was macht man dann mit diesem schönen Preis? Was ist das für ein Preis? Heißt es der Emmy oder die Emmy? Ich glaube, der Emmy, oder? Ich würde auch sagen, der Emmy. Der Emmy. Der Emmy und der ist echt ganz schön. Was ist es denn für ein Preis? Ich wüsste jetzt nicht, wie der Emmy aussieht. Das ist so ein Ding mit Flügel. Der hat so Flüge, da kann man jetzt sehen. Der hat so Flügel und der ist echt... Die Welt. Sein, der damals auch schon was, das weiß ich. Die sehen immer gleich aus. Ja, und der rostet auch nicht oder so, kriegt der so Stellen. Ist das auch noch deine Hand gewesen gerade? Ja, das war meine Hand, weil die goldene Kamera ist. Meine Hand hat noch keine Stellen. Ah, okay, dann ist der. Und das ist schon eine Zeit her. Also die deutschen Filmpreise werden immer von sozialdemokratischen Nebenerwerbskunstlehrern so gepasst, wo man denkt, um Gottes Willen. Wo stehen eigentlich Ihre Preise, Frau Mittermeier? Haben Sie da? Darf ich gar nicht sagen, die stehen gar nicht so öffentlich irgendwo. Ja, öffentlich. Die meisten haben wir da doch. Wo liegen die denn? Im Keller. Ja, die haben wir. Ja, immerhin haben sie es noch. Ja, wir haben sie in den Schachteln zusammen. Also es sind ja die Preise von Skirennen, die sind ja nicht so schön, die meisten. Und am schönsten ist zum Beispiel, wenn man einen kleinen Silberlöffel gewinnt. Das war auch immer ein wichtiges Rennen in Grindelwald, Damenrennen. Und da gab es für die ersten 3 einen kleinen Silberlöffel. Und den habe ich heute mit dem Zucker, das ist super. Also, aber stell dir mal vor, Frau Paul geht mit so einer beeindruckenden Rolle auf die Bühne und hat so einen Silberlöffel. Nein, das ist nicht zumutbar. Auch den Kochlöffel oder. Aber wir sehen das so mal mit einem Zucker. Das ist schwer. Ja, also du bist gerade aber mit einem ganz anderen Film im Kino, weil wir jetzt über den gesprochen haben mit Vampirschwestern 3. Genau. Mit Vampirschwestern 3, genau. 3. Seit gestern im Kino. Ist das ein Kinderfilm? Ja. Das nehmen deine Kinder noch nicht. Nee, aber das finde ich ganz toll, weil ich findest du nicht auch, dass explizit Kinderfilme besonders viel Spaß machen? Ja, deswegen werden sie auch gemacht, weil sie allen Spaß machen. Weil sie erstens allen Spaß machen und weil man damit wahnsinnig, also man macht es ja auch für die eigenen Kinder irgendwie, ja, oder? Genau. Dass man irgendwie also, dann, ja, das also heißt, du wirst auf der Straße erkannt und die sagen, guck mal, da ist ja, sie. Ja, tatsächlich, und das ist ganz ungewöhnlich, weil die sehen Vampirschwestern wirklich komplett anders aus. Ich habe lange, rote, gelockte Haare und sehe aus wie ein Hippie. Und ich bin jedes Mal erstaunt, wenn dann jemand sagt, du bist doch die Mama aus Vampirschwestern. Und denke mir, wie haben die das jetzt geschafft? Ja. Also das ist echt, das erkennen die. Das ist aber verrückt, weil das ist nicht so einfach. Ja, zu mir, ich bin ja die Fee beim Räuber Hotzenplotz gewesen, haben die Kinder an der Ampel immer gesagt, Papa, das ist die Fee vom Räuber Hotzenplotz. Dann hat der Vater gesagt, das ist keine Fee. Wir freuen uns, dass du deine Freude und dein Erfolg mit uns teilst. Christiane Paul, danke.
Damen und Herren, ich überlege gerade, ob ich jetzt anmoderieren soll, er ist der Räuber Hotzenplotz der Philosophen, aber das geht nicht. Meine Damen und Herren, er ist ein Intellektuell, er ist ein Philosoph, er ist ein nachdenklicher Mensch, er ist ein wunderbarer Autor, er ist darüber hinaus Bestsellerautor. Ich habe schon eingangs erwähnt, ich habe alle seine Bücher gelesen, möchte keines missen. Richard David Precht ist bei uns. Herzlich willkommen. Sie wollten nach meiner sorgfältigen Recherche, Herr Precht, eigentlich was ganz anderes machen. Sie wollten kein Philosoph werden, sondern Sie wollten irgendwas mit Tieren machen. Ja, ich wollte Zoodirektor werden. Also eigentlich ganz ursprünglich als kleines Kind wollte ich mal Zoowärter werden. Ja. Und dann haben meine Eltern erzählt, ne, fang mal an, mach mal deine Meerschweinchenkiste sauber und so weiter. Also ein Zoowärter macht irgendwas Ekliges, Langweiliges. Ne? Aber Zoodirektor, dann kannst du den Zoo gestalten und so weiter. Und das ist mir schon als Siebenjähriger völlig klar gewesen. Und dann wollte ich das auch werden. Sind Sie heute noch häufig in zoologischen Gärten? Ja. Was machen Sie da? Ich gucke mir zoologische Gärten an. Früher habe ich auch häufig die Gelegenheit genutzt, um mit den Direktoren durch die Gärten zu gehen. Habe auch früher über zoologische Gärten geschrieben. Also es ist ein Thema, was mich heute noch immer beschäftigt. Und es gibt auch einige Zoodirektoren, die ich heute noch gut kenne. Was ist denn Ihrer Meinung nach der schönste Zoo? Weil ich bin noch auf der Suche danach, einen richtig guten Zoo in Deutschland zu finden. Oder international. Der schönste Zoo, den Sie je gesehen haben? Also der schönste Zoo, den ich je gesehen habe, ist der Brookfield Zoo in Chicago. Okay. Ja, da werden Sie wahrscheinlich jetzt nicht so oft hingehen. Nee. Und unter den deutschen Zoos gibt es einige. Kölner Zoo gehört eindeutig zu den guten Zoos. Und mein persönlicher Lieblingszoo von der Anlage, von der Geschichte her, ist der Tierpark in Ost-Berlin. Also das war der renommierte Zoo der DDR. Und das war in den 60er, 70er Jahren der Vorzeigezoo in Europa überhaupt. Was ist ein Tierpark? Das ist ein Tierpark, das ist eine Anlage von 160 Hektar, das ist in einem alten Barockpark. Und dieser Zoo ist ein Opfer der Wiedervereinigung geworden, weil mit der Wiedervereinigung wurde der 80-jährige Direktor Heinrich Date, das war also der Schimmeck der DDR, der diesen Zoo 40 Jahre aufgebaut hatte, sofort in den Ruhestand versetzt. Und dann kam da ein Direktor drauf, der diesen Zoo nach allen Regeln der Kunst verschandelt hat. In den letzten 20 Jahren, muss man sagen. Also der Witz ist auch noch, ein DDR-Zoo, in dem man möglichst keine Mauern und Zäune sehen sollte. Ja? Und dann kommt ein Westdirektor, der dann hingeht und überall so grüne Jägerzäune wie auf Schwachplätzen einzieht. Ja? Und also sozusagen überall wieder Barrieren sichtbar macht. Das war ein Bausparer aus Schwaben wahrscheinlich. Ja, es war eher ein Berliner. Ja? Und war auch sehr ruppig und sehr hemdsärmlich. Und der durfte vor 2 Jahren dann endlich gehen. Und jetzt ist ein jüngerer Kollege aus München dran. Und ich bin mal gespannt, was er daraus macht. Ihr Verhältnis zu Tieren war immer ein besonderes. Und Sie haben vor vielen Jahren ein Buch bereits geschrieben über Ihr Verhältnis zu Tieren. Würden Sie sagen, dass sich in den vergangenen 10 Jahren unser Verhältnis zu Tieren verändert hat? Vor allen Dingen, ich hasse das Wort, unser Verhältnis zu Nutztieren, was in sich schon ein grausames Wort ist. Ohne Zweifel. Aber hat sich da etwas zum Guten bewegt? Ja, ich glaube schon. Also die Sensibilität im Umgang mit Tieren wächst kontinuierlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt an. Also wenn Sie sich angucken, was man in 50er Jahren im Zoo für ordentliche Raubkatzenhaltung befand, ja, das war so ein Kachelknast, ne, wo das Tier da eingefercht wurde, das dürfen Sie heute nicht mehr, da tun dem Betrachter die Tiere leid, also baut man jetzt größere Anlagen, Psychotope, wo die Tiere sich wohlfühlen. Überall sehen Sie, dass die Leute ganz sensibel beim Thema Tiere geworden sind. Und wenn Sie auf der anderen Seite gucken, es gibt in Deutschland 8 Millionen Vegetarier, das ist jeder Zehnte. Es gibt über 1 Million Veganer, also Menschen, die ja jenseits von Wurst und Käse leben. Und als ich vor 20 Jahren das erste Mal ein Buch geschrieben habe, gab es keine 20.000 Veganer. Also da sehen Sie, das ist eine unglaubliche Dynamik in dieser Entwicklung. Wie könnte ein besserer Umgang mit Tieren aussehen? Ja, ich habe Ihnen natürlich jetzt nur die gute Geschichte erzählt. Ne? Die üble Geschichte auf der Rückseite ist, dass die Massentierhaltung in Deutschland barbarischer als vor 20 Jahren ist. Und zwar aus einem nachvollziehbaren ökonomischen Grund. Deutschland produziert Fleisch für den Weltmarkt. Das heißt, sie konkurrieren mit Chinesen auf dem Weltmarkt, mit Amerikanern auf dem Weltmarkt. Und wenn sie auf diesem Weltmarkt konkurrieren wollen, müssen sie wahnsinnig günstig produzieren. Also ein Bauer verdient an einem Schwein, das er vom Ferkel an bis zur Schlachtreife großzieht, zwischen 2 und 6 Euro. So viel ist ein Schweineleben wert. Weil wir eben für den Weltmarkt produzieren, also werden die Ställe immer größer. Ja? Natürlich werden die irgendwie auch hygienischer, aber dieses Hygienische haben die nicht viel von, wenn sie eine Kuh auf Spaltenböden stellen. Ja, damit sozusagen die Kloake dann durch den Rost fällt, dann wird die nicht so leicht infiziert. So, das findet der Massentierhalter oder landwirtschaftliche Intensivhalter natürlich einen riesigen Erfolg. Wenn Sie aber sehen, wie die Kuh auf diesen Spaltenbögen rumrutscht, ja, dann werden Sie sofort sagen, das ist überhaupt kein Erfolg, sondern es ist eine Katastrophe. Und so sieht es hinter den Kulissen in Deutschland überall aus, millionenfach. Barbara hat mich vorhin bei YouTube auf einen Film... Es ist gerade bei Facebook heute so ein Film rumgegangen, der war ganz interessant. Da hat man eben gesehen, dass Kühe lernen, Stalltüren zu öffnen, rauszugehen. Da gab es eine Kuh, die hat andere Kühe durch Öffnen von Gittern weggeschoben, um an einen bestimmten Druck zu kommen. Und die Kuh, eine Kuh, die mit der Schnauze Fußball gespielt hat. Was sofort dazu führt, dass du eine Kuh gleichwertig wahrnimmst wie ein Hund. Mhm. Und damit
auch anders, glaube ich, also wertschätzt natürlich. Ja. Also, weil Kühe, man sieht die natürlich da immer nur so stehen und man denkt so, ah ja, die merken das irgendwie nicht oder so. Also deswegen haben sie ja auch bewusst empfohlen, dass man eben einfach jede Tierklasse mal durch den Schlachthof führt. Ja, also wenn wir das machen würden, wären wir so im 7. oder 8. Schuljahr, obligatorisch, ne? Ich weiß nicht, können Sie in jedem Fach machen, ob im Biologieunterricht oder Sozialkundeunterricht, Ethik, ja. In Ethik, eine Schlachthofbesichtigung machen würden, ne? Oder so landwirtschaftliche Intensivhaltung betrachten. Dann haben Sie aber mindestens alle Mädchen in der Klasse, die danach kein Fleisch mehr essen und die Hälfte der Jungs nicht. Also wir können das Ganze nur deswegen betreiben, weil wir das im Dunkeln machen. Früher hat man die Schweine mitten in der Stadt auf dem Markt geschlachtet und so weiter, ne? Und weil wir aber heute genau so sensibel sind, macht man das nicht mehr. Aber was wir hinter den Kulissen machen, ist barbarischer als das, was wir früher gemacht haben. Essen Sie denn Tiere? Ach ja, ganz gelegentlich. Also es ist nicht so, ich bin jetzt kein Hardcore-Vegetarier und auch kein Veganer. Ich gehöre zu den Menschen, denen Fleisch eigentlich ganz gut schmeckt. Ja, aber wenn ich mich intensiv damit beschäftige, dann überlege ich mir schon mal, auf was kann ich verzichten. Ja, also die Currywurst, die ich nicht mehr esse, Fleisch aus der Massentierhaltung, die ich nicht mehr esse und so weiter. Dafür werde ich natürlich von Veganern angefeindet, ja, weil die sagen, was ist das denn? Das ist nicht die reine Lehre, ja, da ist noch Dreck und Schmutz an ihm. Ja. Aber ich denke, ganz viele Menschen sind ja in einer ähnlichen Situation wie ich. Die wissen ja eigentlich, das, was wir in der Tierhaltung machen, ist falsch. Und ich denke, wenn man so Schritt für Schritt seine Ernährungsgewohnheiten reflektiert, wenn man sieht, dass man so wie in den 50er Jahren, da hat man auch noch einmal die Woche Fleisch gegessen, dass das auch geht, dass man es dann vielleicht irgendwann noch seltener macht. Der Sonntagsbraten. Das ist eigentlich das ist der Weg, den ich einschlagen würde. Also ich finde das wunderbar, wenn einer Veganer oder Vegetarier ist, aber ich will ja auch all die Leute kriegen, ja, denen das nicht so leicht fällt. Aber rein rechnerisch hat man ja nachgewiesen, ein fleischloser Tag die Woche würde ja schon reichen, um eine deutliche Verbesserung herbeizuführen. Ja, vielleicht nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, selbst wenn wir alle in Deutschland Vegetarier würden, hätten wir die gleiche Massentierhaltung. Ja, aber es ist so schrecklich, weil wir was soll man denn dann exportieren machen? Würden. Ja. Wir würden ja wir überschwemmen die Welt mit günstigem Fleisch. Jetzt sagen Sie ja, dass es eines Tages Laborfleisch geben wird. Was ist das? Ja, also vor 3 Jahren hat ein niederländischer Forscher einer Kuh eine Nackenzelle entnommen und hat die in Zellkultur vermehrt. Und daraus hat er eine Bulette gemacht. So, und die hat ein berühmter englischer Gourmet hat die getestet und eine österreichische Journalistin war dabei und dann haben die gegessen. Also ein englischer Gourmet ist ein Widerspruch in sich. Man wollte an das Land des blutigen Fleisches ran. Ja, also man hat ja schon auf den englischen Markt ein bisschen gezielt damit. So, und die Pointe ist, das schmeckt ganz gut, nur nicht der wahre Geschmacksstoff liegt eigentlich im Fett. Und das Fett kann man dann zusetzen, weil eine Zelle, die nicht unter Stress gerät, die entwickelt kein Fett. Aber man kann das mit individueller Geschmacksdosierung so machen, dass die dann ganz perfekt schmeckt. Das ist möglich. Und da gibt es Großinvestoren, die darin die Zukunft der Ernährung sehen, weil die sagen, wenn wir das machen, also in Zellkultur, in Zukunft unser Fleisch herstellen, unsere Würste und unsere Buletten, dann sind wir aus dem Dilemma raus, dass die Hälfte des gesamten Getreides, das weltweit angebaut wird, als Tierfutter genutzt wird. Alles, was Menschen nicht zur Verfügung steht. Bis zu 80%. Zu 80% des Trinkwassers, was die Rinder wechseln. Und dann nochmal zur Erstellung des Fleisches überhaupt. Also, Wenn Sie jetzt alles überlegen, und dieser ganze Soja, der da angebaut wird in Brasilien, der wird hier in Niedersachsen und Schleswig-Holstein wird der in der Massentierhaltung verfüttert. 80% dessen, was der deutsche Landwirt hier verfüttert, stammt aus Brasilien. Das ist das Zeug, wofür der Regenwald gerodet wird. Das ist aber auch absurd, finde ich, wenn manchmal Umweltschutz und Tierschutz sich widerspricht. Also ich kenne das aus dem Wendland, da gab es ganz tolle Schweineweiden mit so umsetzbaren Stellen und die konnten alles zerwühlen. Und die haben irgendwann Ärger bekommen, weil ja die Schweine dann Pipi im Boden machen und das sind ja Nitrate und das ist auch wieder schlecht. Und dann mussten die wieder rein. Ja, es sind zu viele Menschen einfach. Wolfgang Petersen lebt ja in LA, in Los Angeles, wo viel mehr, nach meinem Eindruck, das Ernährungsbewusstsein ausgeprägter ist, wo es mehr Vegetarier, Veganer gibt. Ja. Hat sich Ihr Ernährungsverhalten in der Zeit in Amerika verändert? Oder? Leider muss ich sagen, nein. Ich hätte jetzt gerne gesagt, okay, ich gehöre auch dazu. Nee, ich bin also nach wie vor noch so ein Fleischfresser, muss ich dazu sagen. Könntest du, Steffen, dir vorstellen, mit Laborfleisch zu arbeiten? Ich glaube, wir müssen gucken, was die Zukunft ist. Also ich glaube, es gibt mittlerweile auch schon Steaks, also gibt es nicht nur Buletten. Also ich da kenne auch so Zahl und Leute, die das schon kennen und so. Das ist so ein bisschen die Zukunftsmusik sieht gerade. Sieht das aus wie Fleisch? Das sieht auch so aus, ja. Es gibt auch mittlerweile auch andere Möglichkeiten. Also nicht nur, dass du auch altes Fleisch wieder neu machst oder dass du Sachen verbindest und so. Also gibt es die abstrusesten Dinge, die man sich gar nicht ausmalen kann. Und ich glaube aber insgesamt wird das, glaube ich, in der Gastronomie wird das irgendwann, glaube ich, schon so sein. Weil ich glaube, nicht nur zuletzt auf Fachkräftemängel, niemand weiß nicht mehr, wie man was zubereitet. Und die großen Ketten setzen sich immer mehr durch. Das siehst du, wenn du jetzt, egal in welchem Land du bist, in welcher Stadt du bist, du siehst immer die gleichen Läden, auch kulinarisch, das wird immer ähnlicher alles. Und nee, das ist, glaube ich, da muss man vorsichtig sein. Ja, ich denke schon. Was ich aber, glaube ich, finde, was ich interessant fand, war, was er sagte, dass es im Dunkeln gemacht wird, diese Massentierhaltung. Ich glaube aber, es ist im Dunkeln, aber jeder weiß es eigentlich. Jeder weiß es.
Jeder will es nur nicht sehen. Jeder will es nicht sehen. Und aber wenn ich dann an die Theke gehe und mir Gesichtswurst für 100 Gramm für 99 Cent hole, muss mir klar sein, was ich da tue. Ja. Und was ich mir selber auch antue. Das muss man sich selber mal bewusst machen. Also, Frau Fiedler war ja lange Veganerin, jetzt glaube ich nicht mehr. Ne? Nein, ich war 2 Jahre vegan. Und ich muss dazu sagen, ich komme aus einem kroatischen Haushalt. Also bei uns gibt es Muttermilch und danach gibt es direkt Fleisch. Und dann als Beilage gibt es Hühnchen. Das erachten meine kroatische Familie auch nicht als Fleisch. Und ich bin durch eine Freundin, die sich anfängt mit Ernährung zu beschäftigen, machte so eine Ernährungsberaterausbildung. Und die zeigte mir ein paar Peter-Videos. Und am Anfang war ich furchtbar sauer auf sie, weil ich dachte, sag mal, spinnst du? Was soll ich jetzt noch essen? Und dann sickerte das so langsam ein und ich begann mich mit Fleisch auseinanderzusetzen und habe ganz viel Literatur bestellt und so. Und habe dann tatsächlich komplett auf Fleisch, aber auch eben auf Milcherzeugnisse und auf Eier verzichtet. Das habe ich 2 Jahre ganz gut geschafft. Und dann ist aber dieser Wunsch nach einem Stück Fleisch so stark geworden, dass ich in der Nacht aus meinem Körper ausgetreten bin und den Pirschut, den luftgetrockneten Schinken aus Kroatien, ich meine, im Traum gegessen habe. Rauschhaft. Rauschhaft. Wirklich. Also ich bin morgens aufgewacht und da dachte, es kann nur ich gewesen sein, weil ich bin alleine zu Hause gewesen. Und irgendwie ist das schon in mir verankert. Und jetzt ist es so, dass ich ganz selten Fleisch esse. Ich weiß aber, woher es kommt. Und Milch auch nur von Bauern und Eier auch nur von Bauern. Jetzt müssen wir noch einen Punkt von dem wunderbaren Buch von Richard David Precht ist eine wunderbare Beobachtung drin. Wir alle glauben ja, dass wir als Menschen die Krönung der Schöpfung sind. Sie weisen aber nach oder stellen zumindest die These auf, dass die Krake uns in mancherlei Hinsicht überlegen ist. Erzählen Sie. Ja, normalerweise ist es ja so, weil der Mensch die Geschichte der Natur schreibt, gibt er sich natürlich automatisch immer diesen privilegierten Platz, die Krone der Schöpfung zu sein. Und da hat er so Kriterien für wie Sprachbegabung, Intelligenz, Feuer machen und so weiter. Das sind natürlich alles so Sachen, die Menschen ziemlich gut können und andere Tiere weniger gut können. Aber wenn ich jetzt mal versuche, aus der Evolution zu denken, also welches Tier hat quasi den spektakulärsten Weg in der Evolution zurückgelegt, dann ist der Mensch nicht so beeindruckend. Also wir haben alle noch den Bauplan Spitzmaus in uns. So vor 60, 70 Millionen Jahren die ersten Säugetiere erschienen, waren das so kleine Spitzmäuse. Also wir haben immer noch genau wie die Spitzmaus 2 Augen und Mund und eine Nase und 2 Ohren und 4 Gliedmaßen. Da hat sie nicht viel getan. Irgendwann sind wir mal aufrecht gegangen. Aber im Grunde genommen ist das immer noch dasselbe. Die Krake stammt ursprünglich aus der Muschel. Das heißt, müsst ihr euch mal den Unterschied zwischen einer Krake und einer Muschel vorstellen. Aus der Muschel über die Seeschnecken hinweg hat er sich quasi herausgewunden im Laufe der Evolution zu einem wahren Wunderwerk der Evolution. Also Kraken verfügen über ein Zentralgehirn und in jedem Fangarm über ein Untergehirn. Ja, also wir reden über 9 Gehirne. Da sind wir weit von entfernt. Drei Herzen haben wir auch nicht. Und die gesamte Sensibilität, in 1000 Farbnuancen miteinander kommunizieren zu können, in allen möglichen Schattierungen, was besonders beim Liebesspiel deutlich wird. Ja, die Kraken verbringen die Hälfte ihres sehr kurzen Lebens mit Sex. Aber Sex ist... Barbara sagt nichts. Hatte immer mal versucht, einen kennenzulernen, aber es ist so schwer. Was heißt denn, da vorzudringen? Ja, also Kraken werden leider, unsere Mittelmeerkraken werden nur 2,5 Jahre. Wenn das 2,5 Jahre guter Sex ist. Und wenn es auf ein Jahr kommt, man schon, oder nicht? Ja, netto am Ende. Ich sage ja. Naja, also das Liebesspiel der Kraken ist unglaublich faszinierend. Die Männchen haben 3 Penisse, die Weibchen haben 3 Klitorisse. Dabei werden jeweils nur eine Klitoris und nur eine Penis dient der Fortpflanzung. Der ganze Rest dient der Stimulierung. Im Ernst? Das machen die alles gleichzeitig, können sich mit 8 Armen umschließen. Und dann haben sie da Millionen Und dann können sie eben über die Farben, ja, können sie sozusagen miteinander über die taktile Sensibilität hinaus, also wenn sie so ein Wunderwerk der Natur sehen. Das können sie nicht essen. Eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, aber ehrlich, also wenn sie... Pulpo bestellst mit scharfen Zitronen und Knoblauch. Dass wir das jetzt alle. Eine Schlussfrage möchte ich noch stellen. Ja. Woran liegt es, dass wir so eine wahnsinnige große Empathie haben zu unseren Haustieren? Sei es ein Hund, sei es eine Katze, sei es ein Kanal. Und gleichzeitig mit Nutztieren so wahnsinnig brachial umgehen. Ja. Das ist eine Schizophrenie. Das ist nur die Entfernung. Also in dem Moment, wo das Schwein bei Ihnen zu Hause leben würde, hätten Sie jetzt selbe Verhältnis zu dem Schwein, den Sie zu der süßen französischen Bulldogge haben, weil das sieht genauso niedlich aus und ist es wahrscheinlich sogar noch intelligenter. Ja? Schweine im Schnitt doch etwas intelligenter als Hunde, wenn Sie dieses liebenswerte Wesen zu Hause hätten. Sie können das nur über die Distanz. Klar. Wir sortieren immer danach, was finden wir süß und was haben wir uns süß gezüchtet und was finden wir nicht ganz so süß. Und was wir nicht ganz so süß finden, da verschwenden wir nicht so viele Gedanken drüber. Aber wenn Sie so ein kleines Ferkel zu Hause hätten und Sie würden das wirklich groß sehen, das könnten Sie nicht essen. Sie können das nur über die Distanz schaffen. Also es gibt ein paar Leute, die können das, ne? Aber die sind Ihnen auch nicht so... Jäger und sowas. Jäger. Ja, Jäger. Ja. Lieber Richard David Precht, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlichen Dank. Ja.
Geschichte. Ja. Also ein bisschen was, ja, super. Ein bisschen was wissen wir schon über Sie. Sie war Veganerin. Sie ist großer Winnetou-Fan. Kroatin. Sie ist Kroatin. Und wir wissen aber auch, glaube ich, dass sie ein ziemlich lebensfroher Mensch ist. Das habe ich herausgefunden, als ich deine Arbeit angeguckt habe und als ich viel über dich gelesen habe. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Mimi Fiedler. Bitte sehr gerne. Hast du Fans dabei? Nee, ich habe keine Fans dabei. Aber ich sagen muss, ich bin noch nicht ganz über die Krake hinweggekommen. Ne? Ja, ja, klar. Man fühlt sich so unvollkommen, wenn man mal drei so unterguckt. Von allem nur eins. Mal ganz kurz einmal für eine Lanze brechen für unsere Gattung. Allein, dass wir das wissen über die Krake, unterscheidet uns schon von der Krake. Die Krake weiß das nicht. Unsere Evolution ist ja vor allem hier. Die Krake lacht über dich, weil du von allem nur eins hast. Wir brauchen, ich brauche nicht drei Penisse. Brauchst du drei von den Dingen? Ich überlege mir die Antwort. Nee, sag nur, weißt du, das ist, ich weiß, was du damit meinst, aber die Evolution ist ja bei uns vor allem hier. Und das ist, die ist ja rasant. Wenn wir wissen auch nicht, was die Kraken alles aufgeschrieben haben. Ne, mit den ganzen vielleicht gibt es eine Krake. Nee, aber das war, was Sie vorhin meinten mit den Indianern auch eben, sich nicht als Krone der Schöpfung, sondern als Teil davon zu begreifen, als Teil der Dinge versteht, sortiert. So funktionieren wir. Wir müssen sortieren. Deswegen ist es jetzt nicht nur so schlecht, dass wir nur von jedem Ding eins haben. Nein, wenn es denn wenn's funktioniert. Wenn's funktioniert, ja. Frau Mittermeier hat gesagt, wir schneiden. Frau Mittermeier raunte mir gerade zu, dass sie beim Schwimmen Kontakt mit einer Krake hatte. Oh Gott. Sie ist trotzdem bei mir geblieben. Das ist der Spruch des Tages. Aber sie hat überlegt. Ja, sie hat ziemlich lange Luft angehalten. Und ja. Die Geschichte habe ich mir oft anhören müssen. Aber dann bin ich richtig zur Vorne aufgelaufen. Das heißt, heute was mit der Krake los war. Die hat sich wieder da aufgesetzt und dann kam die mit den ganzen Dingen. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Du hast das für Arme gehalten. Das war ein Tauchgang und dann hat der Tauchlehrer dann wusste ich, war vielleicht verliebt, wirklich. Das wäre ein guter Panik, ne? Ja, total. Ja. Die Krake, wir denken drüber nach. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Du wirkst auf mich ein glücklicher Mensch. Ja, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Woran liegt das? Es liegt bestimmt auch daran, dass ich mal ganz unglücklich war und dass ich genau weiß, wie sich dieses Unglück anfühlen kann. Und es liegt daran, dass ich eine gut funktionierende Familie habe und nicht so viele Bedürfnisse. Also nicht so viele, die ich noch mir erfüllen muss. Was war denn? Wovon hast du geträumt? Außer die Krake. Nee, aber, außer die Krake. Weil du sagst, du hast, also das heißt ja so, dass du viel von dem, was du dir gewünscht hast vielleicht oder mal vorgestellt hast, erreicht hast. Was war das, was du schaffen wolltest? Ehrlich gesagt hatte ich noch nie richtig große Pläne. Ich bin ausgestattet worden mit vielen Talenten, ich kann aber nichts davon richtig. Das heißt, ich musste mich immer wieder bemühen, in all den Feldern, die ich dann so als Künstlerin anfing zu besteigen, auch mal Geld damit zu verdienen. Und das ist mir ganz gut gelungen. So richtig Ziele habe ich in meinem Leben nicht. Es kommt, wie es kommt. Ich glaube, das ist ein total gutes Rezept. Ich habe auch keine Ziele. Und ich denke, dass man ganz gut damit fährt, wenn man einfach mal guckt, welche Tür öffnet sich als nächstes. Genau. Du hast einen Kollegen geheiratet oder noch nicht geheiratet? Also ich habe schon geheiratet und war mehrfach verlobt, aber der, mit dem ich jetzt nur aktuell verlobt bin, das ist tatsächlich ein Kollege. Das ist ein TV-Arzt. Ja, und ein TV-Arzt, das hat dir Eindruck gemacht, oder? Ein TV-Arzt, wir wollen doch alle einen TV-Arzt. Du bist eine richtige Ärztin. Habe ich gelesen. Ehrlich gesagt. Aber du bist auf den TV-Arzt und die Doktornummer da reingefallen. Nee, überhaupt nicht. Ich wusste, dass der TV-Arzt ist. Und ich fand den ehrlich gesagt ein bisschen bieder. Ich dachte, der ist so schön. Der poliert sich jeden Morgen bestimmt erstmal eine halbe Stunde die Zähne. Ja, und das wolltest du nicht genau angucken. Oh, ich bin der Dr. Stein. Und dann dachte ich, nee, den will ich irgendwie nicht. Der war mir auch, das war mir nicht so koscher. Ich dachte, der hat gar keine Probleme. Und der hat einen festen Job und so. Ach, und das hatte ich früher immer nicht angezogen, wenn einer keine Probleme und einen festen Job hat. Da hast du das, weil nachdem du sagst, du warst mehrfach verlobt und verheiratet, hast du dir immer welche gesucht, die keinen festen Job hatten. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Krake, genau. Nein, das war, ich dachte, der kann mit so einem Tischfeuerwerk mit mir nichts anfangen, beziehungsweise vielleicht für eine Weile, wie all die anderen Männer. Und dann sagen, oh Gott, das ist so anstrengend. Und ich verstehe das, wirklich. Ich bin abends so müde von mir selbst. Aber er hat mich locker gelassen. Er fand, dass wir eine wahnsinnig gute Kombi sind. Und in der Tat sind wir das. Ist er abends auch müde von sich selbst? Nee, nur von mir. Und schrumpft er sich denn jetzt morgens so wahnsinnig lang vom Spiegel die Zähne? Ja, er hat so weiße Zähne. Ist immer so. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, denke ich. Wir sprechen übrigens über Bernhard Bettermann, kann man auch mal sagen. Kann man spielt den Dr. Stein in der Serie In aller Freundschaft. Genau. Ihr seid seit August, glaube ich, verlobt. Ja. Davon habe ich gelesen, deswegen darf ich es fragen. Ist für dich Heirat noch mal denkbar? Wenn du verlobt bist? Ja, nee, aber ich kann so schlecht Nein sagen. Das ist das größte Problem. Ich kenne das bei Verlobung. Immer wenn man einen Antrag kriegt, sagt man, jetzt sage ich erst mal Ja. Und dann kann ich am Morgen immer noch abhauen. Eben, das bin ich auch meistens. Ja, klar. Einmal, also ich muss dazu sagen, er hat mir den Heiratsantrag am 12. August gemacht. Das war der Tag vor 17 Jahren, als mein Vater mich zum Traualtar führte und sagte, du machst große Scheiße.
Das war mein erster Hochzeitstag. Und da dachte ich, als mir dann klar wurde, am 13. August, dass das der 12. August war, da meinte ich zu ihm, ob er noch mal fragen kann. Ob das nicht vielleicht noch mal doch vielleicht ein Omen ist oder sowas. Aber er fand, dass ich übertreibe. Und dann war der Ring, den er mir an den Finger steckte, zu eng. Und als wir ihn zum Juwelier brachten, ist der Stein rausgebrochen. Also alle Vorzeichen standen auf Doktorstein. Und dann hörte ich auch das. Aber er hat nicht locker gelassen. Und ich glaube auch in der Tat, dass das... Er war verzweifelt vielleicht. Nee, der ist ganz klar, der ist überhaupt nicht verzweifelt. Ganz im Gegenteil. Der ist auch viel älter als ich. Und so. Ach so. Ja, ach so, ja, dann ist ja die Zeit auch nicht mehr so lang. Ja, die Verzweiflung, die hat er Würdest du seinen Namen annehmen, weil ich weiß ja, dass du ein paar Mal schon deinen Namen geändert hast in deiner Karriere. Wie hieß du schon? Also jetzt heißt du Mimi Fiedler. Also es fing damit an, dass ich geboren wurde als Miranda Kondic. Okay. Und dann hieß ich aber dann nicht nur Miranda Kondic, sondern Miranda Kondic, also Chondic Kadmanovic. Und dann habe ich irgendwann angefangen, nach meinem abgebrochenen Literaturstudium, wie die meisten meiner Kolleginnen, zu heiraten. Nee, Schauspielerin zu sein und wollte das aber auch nie so wirklich. Ich dachte so, ach komm, es sind nicht so richtige Schauspieler wie ihr, sondern so halb wie ich. Und dann dachte, hat meine Agentin... Ich war sogar, übrigens, das ist überhaupt die Geschichte. Wotan und ich haben seinerzeit 2010 einen Film zusammen gespielt und habt ihr ihn nicht am Set immer die Krake genannt? Ja, er war die Krake. Aber nur, weil ich so viele Herzen habe. Also ich hatte eine kleine Rolle, die hieß Biggie, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern. Und wir landeten zusammen im Bett, weil er in diesem Film dafür bekannt war, dass er quasi dann so dafür sorgt, dass der Mann an der Seite der Frau eifersüchtig wird und einen Heiratsantrag mir macht. Das wollte ich. Okay. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber es hat echt funktioniert. Auch genau, danach. Hat auch Spaß gemacht. Nee, ich meine so in meinem echten Leben. Ja, siehst du, genau. Dann hat das ein Hinweis. Der Hunger treibt es rein und der Appetit kommt beim Essen. Und wenn du nicht Hunger hast, dann ist es halt ohne Hunger. Ja. So, aber um auf die Namen zurückzukommen. Mein Agentin sagte damals, nee, willst du jetzt immer die polnischen Prostituierten spielen? Und so, ich so, ist doch egal. Und dann meinte sie, nee, ist nicht egal, ich habe was vor mit dir. Also habe ich gedacht, wie nenne ich mich? Der damalige RTL-Chef hieß Thoma. Dann dachte ich, mein Urgroßvater heißt mit Vornamen, ohne H, ist egal, ich nenne mich Thoma. Thoma. Ja, also sie Miranda Thoma. Dann lernte ich den Herrn Leonhard kennen. Ja. Du machst bloße Scheiße. Und dann habe ich den eben geheiratet. Weil er war auch, die waren auch in Bussen aus Kroatien angekommen. Ja, nee, dann steht man unter Druck. Nee, klar. Da. So, und dann hieß ich Leonhard. Und dann kamen auch die ganzen deutschen Rollen. Franziska Heckhausen hieß ich da und habe dann schöne deutsche Serien gemacht. Und dann ist das schiefgegangen. Dann war ich eine sehr lange Zeit mit dem kroatischen Schauspielkollegen zusammen. Der hat mich nicht gefragt, ob ich ihn heiraten will. Ich weiß, er wollte. Ja. Er hat es nur nicht getan. Ja, kommt noch. Nee, bitte nicht. Der Zug ist voller. Und dann hatte ich die. Und dann habe ich den Herrn Fiedler kennengelernt. Das war meine Jugendliebe. Und ich bin da auch ein bisschen romantisch, glaube ich, pragmatisch romantisch. Und ich weiß nicht, was mit denen auch immer los ist, weil die fragen auch immer so schnell. Ich sage dann oft: Frag nicht. Ich bin wirklich kein Marriage Material. Ja. Bin ich nicht. Vergiss es. Es wird nie funktionieren. Marriage Material. Ja. Ja. Kennen Sie den Eindruck? Hochzeitsmaterial. Ja, das habe ich schon verstanden. Soweit bin ich auch. Aber ich meine, sagt man das bei euch drüben? Ich bin kein Marriage Material. Ja, das sagt man. Das kenne ich sehr gut. Woher kennen Sie das denn? So, aber Freunde, ich kann beweisen, sie ist Marriage Material. Und zwar im fast noch aktuellen Playboy zu sehen. Das könnte auch 80er Jahre sein, weil wie das so mit diesem Mitteleffekt. Meine arme Mutter. Ja. Wie hat sie es erfahren? Ach Gott, beim ersten Mal wollte sie sich umbringen. Ich kann mich doch umbringen, du kannst ein Porno drehen. Dann habe ich gesagt, nee Mama, es ist gar kein Porno. Es ist wirklich, also hochwertig. Oh, genau. Und dann 10 Jahre später hat sie gedacht, sie hätte es verkraftet. Und dann ging es wieder von vorne los. Und jetzt schau mal an, wie auch noch vor 10 Jahren strecken Frauen immer die Arme nach oben, weil es einfach die beste Form macht. Und es du hast mich ja vor der Garderobe so erwischt. Ne? Na, selbstverständlich, immer die Arme werden nach den Kokosnüssen gestreckt. Genau. Aber es lohnt sich. Es sieht ganz, wenn ich das sagen darf, ganz toll aus. Wir wollen nicht über das Shooting sprechen, weil wir natürlich schon 1000 Mal darüber gesprochen haben, dass da 1000 Leute stehen und es überhaupt nicht so sexy also, ist. Also, pass mal auf. Also, so wie ich da aussehe, sehe ich morgens natürlich nicht aus. Doch, da kann nicht so viel gemacht sein, weil ganz ehrlich, das geht, da kann man so viel nicht vortäuschen. Doch, die Brüste sind zum Beispiel eingenäht. Eingenäht? Was? Darf ich kurz fragen, was das heißt? Eingenäht. Also die sind und ja nicht geht das echt bei mir auch? Ach so. Okay. Aber eingenäht... Es braucht einen starken Faden. Ja, ja. Ein Garn. Aber ganz ehrlich, ist doch völlig egal, wie es dazu gekommen ist. Hauptsache, guck mal, ja,
Brecht guckt so, als hätte er noch nie. Er hat sich jetzt so lange mit Tieren beschäftigt, dass er das schafft. Soll ich sie mal rüberreichen? Ich habe. Oh Gott, das ich. Oh Mama, bitte, wo ist denn die Kamera? Ja, nee, zeig sie nicht, dann halt's doch Mama. Oh, ich kann nichts dafür, Sie machen das immer wieder. Ich mach das mal zu. Sie können sich das zu Hause auf dem Zimmer oder so. Nee, ich lasse mir das. Wir machen das mal. Oh, da ist ja auch eine Nackte drauf. Das bin ich. Also, ich habe sehr viel Sport gemacht. Drei genau. Monate. Ich mach's ist das so eine immer. Bedingung im Vertrag? Nein, natürlich nicht. Das macht man für sich selber. Genau. Ich dachte, okay. Mit 41 Jahren möchte ich mich jetzt ungern der Schwerkraft ergeben. Mhm. Das bedeutet, du hast ein richtiges Programm? Ich hatte zwei Personal Trainer. Okay. Zwei. Robert und Pascal. Mhm. Die waren so heiß, da kann ich mich echt nicht blamieren. Da musste ich wirklich ranklotzen. Das habe ich gemacht und ja, das mit den. Habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber dieser Fitnessdruck ist ja auch bei Männern. Als ich angefangen habe, Fernsehen zu gucken, waren die Kommissare in Amerika, sowohl auch in Deutschland, das waren untersetzte Leute. Die waren so gemütlich, hatten aber so ein Brain. So Erik Rode und sowas. Aber heute sind und heute alles sehen sie aus wie Wotan. Ja, und haben immer noch Brain. Und haben immer noch Brain. Aber ist der Druck bei dir denn auch bei einem männlichen Schauspieler, was Fitness ist? Nein. Also es war natürlich jetzt zum Beispiel bei diesem Ereignis Winnetou, weil da viele so nackig um dich plötzlich herumrennen. Aber ich wollte es eher der Zeit gerecht haben, wollte ausgemergelt sein. Der hatte 6 Wochen Schifffahrt, bevor er nach Ellis Island ankommt und so weiter. Das war mir viel wichtiger, als, weil das kann auch zu einer Verschiebung der Qualitäten werden, wenn du jetzt nur für die Äußere, nur fürs Äußerliche arbeitest. Oder es kann dich einschränken. Du Hubertus lebt seit Jahren nach dieser. Deswegen fokussiere ich mich da gar nicht drauf. Eine Verschiebung der Qualitäten möchte. Weißt du nicht? Genau. Es verschiebt sich dann zu sehr. Deswegen, das wollen wir mach weiter so. Mimi, du bist auch, man kann nicht sagen, als Dichterin oder Poetin unterwegs, aber du schreibst auch oder dichtest Limericks. Nee. Ich dichte Limericks und vertone die auch. Und ich wollte hast auch du uns einen mitgebracht? Also, es ist Folgendes. Ich werde wahrscheinlich nicht so wie ihr beiden, die man sofort identifiziert als das, was ihr seid, oft angesprochen und zwar so, wir kennen uns. Da muss ich mal sagen, nee, meistens kenne ich die Leute nicht. Persönlich. Ach so. Und ich wollte am Flughafen sitzen, deswegen bin ich nur zu 2, 3, 4 Sätzen gekommen. Dann hat mich eine freundliche Flughafenmitarbeiterin nicht in Ruhe gelassen. Schule, alles sind wir durchgegangen. Wir kennen uns, ja, genau. Wir kennen uns. Also, es geht so. Oh, Barbara... Du hast so schöne Berge. Der Hubertus, der Arme, der hat nur ganz, ganz kleine Zwerge. Jetzt die zweite Strophe. Es wäre so schön geworden. Eine Dichterin und Schauspielerin, bei uns zu Gast, Mimi Fiedler. Mimi wird aber eine Philosophin, ja. Schüler aus Quatsch. Seid ihr im Gespräch zu Ende jetzt eigentlich? Also es ist eigentlich sehr, sehr viel schöner, aber... Wir sind durch. Nein, wir sind durch. Ihr seid durch? Ja, klar. Achso, dann muss ich... Wir sind durch. Ja, du musst aufhören, wenn es am besten ist. Was soll denn jetzt noch kommen? Ich dachte, du sagst mal vielen Dank. Genau, hast du ich sage vielen Dank, Mimi Fiedler. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich sage mal vielen Dank. Ich bedanke mich. Sie gelten als Traumpaar des deutschen Sports. Also eigentlich sind Sie das Traumpaar der deutschen Nation. Was? Sie sind 36 Jahre glücklich verheiratet. Jeder Tag war ein Glück. Wow. Oh. Und euer Erfolg ist dabei bodenständig geblieben. Die Rede ist nicht von Barbara Schöneberger. Nein, die Rede ist von Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, meine Damen und Herren. Wir haben, wobei sich auf diesem einen Tiroler Wurstware schon etwas Schwitzwasser sammelt, wir haben im Grunde eine Hommage an Tirol. Wir haben dieses Brot, wie heißt das? Südtirol. Südtiroler Schüttelbrot, wir haben Tiroler Speck, wir haben Rotwein, den keiner trinkt aus Tirol, was schade ist, weil er ist sehr gut. Und wir haben, also ein Hommage, fühlt ihr euch wohl? Ihr könnt mal einschenken. Also nicht vegan, aber es ist Käse da, also schon vegan, es ist für alle was da. Und hier geht es uns gut. Aber wir trauen uns nicht essen, weil es so spannend ist. Ich überschreite da die Schamgrenze. Sie haben Ihrer geliebten Heimat Bayern den Rücken gekehrt, sind Richtung Tirol gegangen für ein Projekt, für ein Buchprojekt. Warum, wieso und weswegen? Erstens hat Südtirol auch mal zu Bayern gehört. Und wir sind schneller in Südtirol als vielleicht in Frankfurt. Und da unten das ist auch tröstend. Ja. Scheint die Sonne und da gibt es tolle Berge und dann gibt es unheimlich schöne Kultur, eine alpenländische Kultur. Und die lieben eben auch das Essen und Trinken. Und weil wir hier ja auch solche ernsthaften Themen haben, ich glaube, die Südtiroler sind auch sehr bewusst, was ihre eigene Landwirtschaft anbelangt. Ja. Und die Erhaltung der Kulturlandschaft, das alles gehört zusammen. Und das leben die. Und dann haben wir da drunten verdammt gute Spätzle. Und dann erzähle ich die Geschichte, dass unsere Väter, Rosis Vater genauso, die sind natürlich immer nach Südtirol gefahren, gell? Und mein Vater war da im Krieg, Rosis Vater war im Krieg in Südtirol. Die haben dann immer erzählt, also ihre Kriegsgeschichten. Und da sind sie auf und da sind sie auf. Aber das meiste, was sie erzählt haben... Gebirgsjäger. Ja, Gebirgsjäger. Ja, mein Vater war
Landesarzt. Der war Stabsarzt und er hat sehr gut Musik machen können. Bayerische Gstanzl, und der war im Russlandfeldzug und der war nicht in guten Gegenden. Und dann wurde sein Kompaniechef abberufen nach Südtirol. Und dann hat er gesagt, den Neureuther, den Arzt, den nehme ich mit, da ist er wie lustig. Den lasse ich nicht in Russland, sonst wäre er nicht mehr am Leben und die hätte die Rosen nicht heiraten können. Ja, das wäre schlecht, das wär ganz schlecht gewesen. Aber nein, aber so ist Südtirol bei uns immer, und die haben sehr viel Rotwein getrunken da unten. Das waren die wichtigsten Geschichten. Und so haben wir halt als Kinder schon Südtirol kennengelernt. Und wer es halt kennt, der weiß, wie schön es dort ist. Und dann wollten wir auf einmal ein Buch über Südtirol machen. Ja, dann ist es so gewesen, wir haben vorher schon mal ein Buch gemacht, das ist ein Bildband, Kraftort Alpen. Mhm. Und da war auch eine Stelle auf der Seiser Alm mit einer Fotografin zusammen. Das war eine Künstlerin, die wir kennengelernt haben bei einem anderen Termin. Und die wollte immer ein Buch machen, und dann hat diese Barbara Maurer gesagt, Menschenskinder, ich finde keinen Verlag. Also der Christian, der findet einen Verlag, das ist ja logisch. Auf jeden Fall haben wir dann das ermöglicht, und beim letzten Termin ist eine traurige Geschichte, ist die Barbara Maurer, die wollte unbedingt das Matterhorn. Wir haben gesagt, du Matterhorn, das ist also so oft fotografiert, also das ist doch jetzt nicht der Kraftort, doch, sie wollte das unbedingt. Und vor Weihnachten war es eben gerade zu der Zeit, ist sie dann mit ihrem Mann dahin gefahren, und wir sollten mitfahren. Wir haben gesagt, Mensch, vor Weihnachten, da passt es nicht, und fahrt alleine. Und jetzt kurz gesprochen, sie ist dort gestorben. Damals nach diesem Fotografieren hat sie dem Christian, erzählst du, weil du hast das gelesen. Nein, sie hat mein Handy, ein Foto aufs Handy geschickt und hat gesagt, Christian, der schönste Tag in meinem Leben, das war ein Bild von Matterhorn. Und die wollte mit uns immer ein Südtirol-Buch machen. Und dann war die Barbara tot, und dann haben wir das Buch gemacht. Und dann habe ich gesagt, wir müssen der Barbara den Wunsch erfüllen. Und dann haben wir uns einen Südtiroler Fotografen gesucht, und dann sind wir mit dem in der Gegend rumgefahren. Der hat uns zu Menschen und Plätzen geführt. Wie sah die Arbeitsteilung aus bei dem Buch? Wer hat was gemacht? Also der hat uns eigentlich wohin gebracht, wo wir nicht wussten, wo wir hinkommen. Und das war das Spannendste. Es sollte eigentlich gar nicht so, erst sollte es ein Buch sein, dass wir auf eine Hütte gehen und die kochen da, weil ich komme ja auch vom Gasthaus und so. Dann haben wir gesagt, ja. Und dann war es aber so, dass die Begegnungen so toll waren, weil wirklich Essen und Trinken bringen die Menschen zusammen, und da fangen sie zum Reden an. Und dann war das so, dann Christian hat immer geschrieben, der hat immer mitgeschrieben, Notizen, und er hat ja auch geschrieben, jedes Wort. Aus dem Grunde war es für ihn sehr anstrengend, weil wir sind ja keine Schriftsteller oder in dem Sinne. Und es war halt dann eigentlich diese Begegnung das Tolle. Ja. Und die Rezepte dann natürlich auch. Aber wie so diese oft einmal Senderinnen von der Alm oder so sind, die sagen, ja, dann nimmst du ein bisschen Mehl und dann zwei Schaufel das und kein Gramm und eher der Arme. Keine akkuraten Angaben. Ja. Nee, und ich koche genauso. Ich nehme ein bisschen was und ein bisschen was. Die wenigsten, die ein Kochbuch nicht kaufen, wiegen das dann wirklich ab. Ja, das weiß ich vom ersten Mal, da viel falsch war, hat sich nie alle beschwert. Die genau Gramme aufschreiben, aber so. Aber wenn du gar nicht kochen kannst, ich will, dass du genaue Angaben haben, weil ein bisschen ist keine Währung, verstehst du? Hast du wirklich dann 50 Gramm, wiegst du ab? Ja, wenn ich mal koche, brauche ich ein Kochbuch. Ich weiß ja nicht, was eine Prise, Salz, eine Prise, muss ich zur Rose gehen, sowas in der Prise. Okay, genau. Aber du musst auch zur Rose gehen und fragen, wenn es Blasen schlägt, koch dann das Wasser, oder? Ja, ja, natürlich. Aber die Rosi hat ja Hotelfachfrau gelernt. Kann man ihnen einfach was beibringen? In der Wirtschaft aufpassen? Nein, im Grunde natürlich. Also ich schaue mir auch liebend gerne bitte diese ganzen Kochsendungen an, weil man kann ja immer lernen, ja nie aus. Man kann immer was lernen. Eine solche Inspiration, lässt du dich, also wir wissen ja, dass du dich von asiatischer Küche beeinflussen lässt, aber gibt es ein spezielles Land, das dich noch immer begleitet in all dem, was du tust? Ja, immer noch Amerika. Also speziell die Westküste, wo ich da ja auch damals das Sushi gemacht habe oder meine Lehre da gemacht habe, Los Angeles und so. Ich glaube, diese Einflüsse, die das hat, das ist immer noch. Was diese Küche angeht, mit diesen speziellen Gewürzen, auch diese Art und Weise zu kochen, das ist immer noch. Wenn Wolfgang Petersen nach Hause kommt, nach Deutschland, nach Norddeutschland vor allem, gibt es ein Gericht, wo Sie Ihrer Frau sagen, pass mal auf, lass mich jetzt mal eine Stunde oder komm am besten mit, ich brauche jetzt dringend XY. Gibt es irgendein Gericht, wo Sie den Jipper drauf haben? Aber wirklich. Welches? Hatte ich gestern Abend. Und was war das? Das muss immer so sein, wenn ich hierher komme. Das ist eine Scholle Finkenwerder Art. Ein absolutes Muss. Und es ist jedes Mal dasselbe. Und vorweg nehme ich Lapskaus. Ja. Auf geröstetem Brot? Nein, ohne geröstetes Brot. Ist nämlich nur, das kommt ein Ei drauf, da kommt die Gurke dabei, ein bisschen rote Beete. Das muss vorweg sein. Könnte das sein, dass das Restaurant nah an der Elbe ist? Und der Inhaber fängt mit Co an, hört mit Walke auf. Ich will das. Und das ist da, wo auch gestern der Außenminister von Russland war. Und ungefähr 50 Polizisten vor dem Restaurant waren. Da war was los, ja. 1976 haben Sie zweimal Gold und einmal Silber gewonnen. Sie sind eine
Sie hören das ungern, aber ich kann Ihnen das nicht ersparen. Sie sind eine Legende. Oh Gott, also 40 Jahre ist die Sendung, habe ich heute gehört. Das ist 40 Jahre her. Aber haben Sie das gemeinsam gefeiert? Aber natürlich auch, konnte ich nicht fernsehen, Menschenskinder. Haben Sie es gemeinsam gefeiert? Also gab es so ein gemeinsames Jubelfest? Ja, in der Zeit natürlich nicht, weil wie es halt so ist, wenn man dann sowas, wenn einem sowas passiert. Ja, ich meine heute, also das ist ja gerade 40 Jahre. Ja, war 76, jetzt rechne ich, obwohl Abitur Hessen, also das kriege ich noch hin. Gefeiert. Plus 40, also 40 Jahre, haben Sie das gefeiert? Nein, das haben wir eigentlich nicht so gefeiert. Also wir leben ja im Jetzt, also das haben wir jetzt nicht so gefeiert. Ja, super. Aber wir haben keine Geschichte. Damals, wo es in Innsbruck Gold gewonnen hat, ja. Gell? Und dann, das war ja da zweimal Gold, Silber. Da wart ihr schon zusammen? Ja, ja. Also als Paar. I was only nominated, but I didn't get the prize, so, oder the award. aber sie hat natürlich die Awards, gleich hat sie sich gecasht. Ja. Dann habe ich gesagt, du Rosi, ich habe am letzten Tag mein Slalom gehabt, wir treffen uns um 19 Uhr am Olympischen Dorfausgang, nachher feiern wir noch. Dann warte ich um 19 Uhr am Olympischen Dorfausgang, wer kommt nicht? Die Rosi. Und man dachte, ja gut, du hast keine Medaille gewonnen, sie hat zwei Medaillen, dann noch eine dritte, jetzt bist du einfach scheiße gelaufen. Scheiße gelaufen. Ja. Die war wirklich arg. Du, dabei ist sie da. Wo war sie denn? Ja, sie war bei RTL. Bei Rittl. Ja, also entschuldige, Rittl gab es noch nicht. Doch, 76. Doch, Rittl plus. Radio. RTL plus nein, ist das. Nein, das war Fernsehsendung. Ausgeflogen. Unser Trainer, der hatte das da ausgemacht, das wusste ich ja gar nicht, die haben mich da rein in den Flügel. Ja, ja, klar. Mit Essen. Erstmal Interview-Marathon. Dort hatte die Mireille Mathieu da fünfmal gesungen, weil wir so spät da kamen mit Polizeischutz. Wie heißt der Preis da mit den Federn hinten? Irgendwas so. Von der Bravo, der kleine Indianer da. Nein, nein, nein. Wie eine Krake auf dieses Podest drauf. Wie eine Krake, ja, genau. Also, ich habe mir eine Krake diese ganzen Medaillen geholt. Wahnsinn. Also die Hände nach oben, gell? Das wusste ich aber nicht, dass das einfach aus Freude spontan macht. Ich bin. Ich bin. Ja. Das ist ja so ehrlich, oder? Ja, aber ich trage die Figur natürlich auch so gut raus. Sie sehen immer noch so apart aus. Es sind so viele Jahre dazwischen. Und das ist, Sie sehen ja, danke, aber was meinst du, wie ich tatsächlich hinarbeite? Ja, dann vergiss mal, was du dich selber zu tun. Aber was ich großartig finde, ich meine, ihr habt 1980, glaube ich, geheiratet. 1980? Ja. Genau. Und es waren fast so viele Gäste da wie bei Wotan Winnetou Komparsen, nämlich 4 Millionen Gäste. 15.000 Fans waren da. 15.000 Fans. Wir haben es nicht eingefädelt. Wir haben eigentlich Geheimhaltung gemacht. Ich verstehe gar nicht, wie es kam, aber dann wollte... Ihr habt vorher Patricia Riegel angerufen und sagt, sagt's keinem. Aber das heißt, damals war das schon so ein Event. Ein Megastar. Ja, ja, aber ich meine, dass da 15.000 Leute gekommen sind, war euch das... Und Christian Neureuther okay auch, damit? Muss man sagen. Nein, auch, nein, sie waren auch, nein, er war auch... Er war Fünfter bei diesen Spielen. Das, kann man, das hätte man jetzt nicht sagen. Also das muss man doch jetzt nicht sagen, dass er Fünfter bei war diesen Spielen. Ja, ja, er hat das sich tapfer nach vorne durchgearbeitet. Ein Hundertstel hin oder ja, her. Könnt ihr mal kurz wieder auf die Krake kommen. Nein, aber die amüsante Geschichte ist, dass ihr in einer Kirche geheiratet habt, wo vorher noch eine Hochzeit war, glaube ich. Mhm. Und alle haben gedacht, die bei der Hochzeit davor waren, dass der riesige Blumenschmuck irgendwie zu der Hochzeit gehört und haben ihn dann abgeräumt. War das so? Das ist eine coole Geschichte. Meine Mutter hat die Hochzeit angemeldet um 14 Uhr am Nachmittag und um 11 Uhr war schon auch eine Hochzeit. Und dann hat sich die Mutter gedacht, den Kirchenschmuck, den tun wir schon denen davor geben, hat die ganze Kirche geschmückt. Und für die um 11 Uhr schon, also da war alles hergerichtet. Und dann ist dieses Hochzeitspaar gekommen, da war die Kirche schon mal voll, die also vor uns heiraten wollten. Und dann haben sie also die Leute wieder raus, dann konnten die heiraten und dann sind die raus und dann haben die Leute wieder sind in die Kirche, haben den gesamten Blumenschmuck raus. Jetzt musste meine Mutter immer ganz schnell noch, bis wir um 14 Uhr kamen, eben die Kirche neu schmücken lassen. Und das sind halt so Geschichten, die passieren. Die Rosi hat auch keinen Brautstrauß dabei gehabt. Und, ja, das war alles aufregend. Das ist ja logisch. Ich habe den vergessen. Und dann hat meine Schwester den Brautstrauß nachgebracht. Also die war Trauzeugin. Dann haben sie die natürlich, das war für mich super. Ich bin wunderbar inkognito gegangen, weil ohne Brautstrauß, meine Schwester schaut ähnlich aus. Und die haben sie fotografiert und getan. Dann ja, war das perfekt. Als ich euer Buch in die Hand bekam, habe ich unserem Autor, der diese Sendung mitvorbereitet, gesagt, dieses Buch gehört über die Küche in Tirol, gehört unter das Betäubungsmittelgesetz. Es gehört eigentlich verboten, weil du brichst deine bürgerliche Existenz im Norden sofort ab. Du nimmst das nächste Zug fest nach Tirol, willst nur noch da leben, willst nur noch da essen. Du, diese Opulenz und diese Harmonie und diese im besten Sinne Bodenständigkeit, die strömt ihr beide immer noch aus nach 36 Jahren Ehe? 34, 36? Ja, aber wir kennen uns ja schon 50 Jahre. Was ist da? Und ihr lacht, und das will ich noch sagen, auch wenn das Gespräch eigentlich schon zu Ende ist, ich möchte, ihr lacht zu viel. Was gibt es? Diese Frage ist unter jeder journalistischen Niveau. Aber Barbara fragt danach, ich würde es auch gerne fragen,
gibt es irgendeine, was hat euch dieses, welche Kraft ist es, die in euch strömt? Nein, ernsthaft, es ist einfach schön, euch zu sehen. Ja, ich mache also gleich. Da können wir doch selber nichts drauf sagen. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Hamburger speziell, dass die begeisterte Skifahrer sind, weil am Flughafen, wenn man da ankam, früher schon, haben die alle gesagt, ah, wir haben es gesehen, wir wissen genau. Und die fahren alle im März, haha, ist ganz Südtirol voller Hamburger. Da fahren die, und haben sie Ferien. Die müssen auch mal gut essen, meine Damen. Eine Woche Ferien. Ja, und willst du nach Süd fahren, das kann ja... Nein, okay, wo sind wir dabei? Christian Auerholzner, herzlichen Dank. Angefangen hat. Ich weiß gar nicht, was er sich eigentlich so vorgestellt hat, was aus ihm wird, aber der als Rockstar mehr oder weniger heute zu uns gekommen ist. Und er hat sich den Kindern als Kunden sozusagen zugewandt. Und darüber werden wir sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass Steffen Hensler heute da ist. Ja, nachdem du dir jetzt sozusagen die Kinder vorgenommen hast und ein Kochbuch oder man kann ja sagen, ein Kochkunstwerk für Kinder rausgebracht hast, hast du denn schon das geschafft zu backen mit deinen Kindern? Oder? Ja, ist noch ein bisschen Luft, sag ich mal. Ne? Also, das ist noch, also ich backe schon seit Anfang November, muss ich ehrlich sagen. Und das schmeckt dann Weihnachten noch? Nein, wir essen das am gleichen Tag. Ach so, okay. Okay. Ja, also, das ist nicht die Idee, das aufzuheben bis Weihnachten. Werden, kann man das ja, anbieten? Nee, aber die Vorbereitungen laufen, sagen wir mal so. Aber wir lassen uns auch, die Butter liegt schon draußen, damit sie zimmerwarm wird. Das brauchen wir dafür. Aber ein bisschen Luft ist beim Backen noch, finde ich. Jetzt ist ja so, dass man viele Sachen musst du früh anfangen. Also du musst den Kindern früh bestimmten Schubs geben, damit sie in eine bestimmte Richtung kommen. Ich finde, das ist bei klassischer Musik zum Beispiel so, das müssen die früh lernen, sonst lernen sie später nicht mehr. Du hast dir jetzt die Kinder vorgenommen und willst die ein bisschen ans Thema Kochen ranbringen oder ans Thema. Ja, das ist entstanden, weil ich gemerkt habe, so im Umfeld ist bei vielen Freunden, früher war es so, was ich, die Oma und Opa hat jetzt meinen Eltern sozusagen oder das Kochen beigebracht und wurde es weitergereicht immer so. Und da ist gerade so ein Bruch drin. Ich merke das, weil ich auch so Kochkurse in Schulen mache und auch mal eine Kochschule für Kinder und so. Und wie teilweise die Sachen gar nicht kennen und gar nicht wissen, wie was funktioniert. Und es geht so verloren, dieses Vermitteln von Dingen, auf wie ich eine Paprika schneide oder wie sie überhaupt anfühlt. Viele Kinder, das braucht man gar nicht denken, Fischstäbchen ist ein eigener Fisch. Dass der so da rumschwimmt und so. Dann wird der Kopf und der Schwanz abgeschnitten und dann wird er dann in die Packung reingemacht. Das ist wirklich so. Man lacht darüber, aber eigentlich ist es traurig, weil das geht so gerade verloren. Es gibt zwar immer mehr Kochshows, aber es wird natürlich zu Hause teilweise weniger gekocht. Immer dieses Argument, keine Zeit und so. Und wir vermitteln den Kindern das nicht mehr. Es gibt nur noch so ein bisschen so diese Fertigsachen. Wir haben auch diese komische Angewohnheit unseren Kindern so, wenn die so drei sind, fangen wir so an, gesondert für sie bestellen, wenn wir irgendwo hingehen. Also wenn wir bis zu einem gewissen Grad nehmen wir sie mit und dann geht's los. Ah, die Shake Nuggets-Karte, Fischstäbchen, Spaghetti mit Tomatensoße. Ich hasse das schon, wenn da Kindermenü steht. Ja. Das hasse ich. Das auch, weil dann traut man den Kindern nicht zu. Und deswegen bestellen die auch immer dasselbe, verlangen irgendwann danach. Klar. Weil es ist immer Schnitzel, Bambini, tralala, tralala. Es gibt drei so Dinger. Davon ist zwei Drittel frittiert. Und anstatt, dass du sagst, halben Teller von dem, was Papa isst, das nehmen die genauso. Ja. Das sind ja, können die armen Lütten nichts für. Ja, da hast du zum Beispiel in Frankreich ganz anders. Da gibt's das gar nicht. Da gibt's keine Kinderkarte. Da essen Schnecken und ich weiß nicht. Ja, aber es gibt natürlich, hast du immer Kinder, die haben so in so einem Alter, dass sie sagen, ich esse lieber mal eine Pommes oder das kriegen sie auch in der Schule mit oder wenn Geburtstage gefeiert werden. Das gehört auch dazu. Aber wir erziehen die manchmal so ab einem gewissen Alter immer so eine Richtung hin, wundern uns dann, dass sie nur noch, ich möchte gerne Spaghetti mit Ketchup oder mit Butter nur noch haben am liebsten. So, das geht nur noch so in so eine Aber Richtung. Woher kommt das denn? Also wo ist jetzt zuerst Huhn oder Ei? Also essen Kinder nur am liebsten Nudeln, weil die Eltern es immer anbieten? Oder ist es so, dass die Eltern es anbieten, Kinder weil die Kinder nur diese Nudeln wollen? Du musst, glaube ich, es gibt ja auch die Diskussion, was wichtig wäre, wenn sowas in der Schule auch passiert, aber die Eltern sind, du bist ja verantwortlich für deine Kinder, musst du ihnen auch was zeigen, musst du ja breit aufstellen. Natürlich gehört das andere auch dazu, aber ich glaube, da müssen sie die Eltern einfach in der Pflicht. Gerade für sich selber, sowieso, weil wir auch das Thema hatten, Massentierhaltung und wie man mit Dingen umgeht, wie man was Kindern beibringt und wie man was denen auch vermittelt. Und das hat, meine essen natürlich auch gerne mal schöne Pommes, finden sie geil. Kinder? Die sind 8 und 9. So, ich finde es auch spannend. Die essen aber auch mal ein Carpaccio vom Oktopus. Fällt mir gerade ein, leider. So, aber Herr Recht, mit was konnte man Sie denn als Kind erfreuen, was Gerichte angeht? Gab es in Ihrer Kindheit ein Gericht, wo Ihre Mutter... Ja, also mein Lieblingsgericht bis heute stammt aus meiner Kindheit. Das habe ich schon als Kind immer zum Geburtstag mir gewünscht, das Käsefondue. Das ist mein ultimatives Lieblingsessen. Ist jetzt nicht sozusagen eine große, ganz große kulinarische Spezialität. Aber oh nein, aber das ist großartig. Absolut. Und danach kann man sich so wunderbar hinlegen und einfach schlafen. Ja. Jetzt war nicht mehr in der Lage. Und dann die asterischen Strafandrohungen. Also außerdem muss man vom Oktopus nicht alles essen, ne? Wie gesagt. Nee. Gibt es irgendwas, was du als Kind besonders gerne gegessen hast, beziehungsweise was du gehasst hast? Ich bin ja groß geworden. Mein Vater hat ja sich selbstständig gemacht, Ende der 70er, ein Sternenrestaurant. Und ich bin groß geworden mit Seezunge Müllerin, Steinbutt. Und mein Lieblingsessen war damals Artischocken. Oh ja, das finde ich toll. Artischocken gekocht und dann so in Kräuterbutter und die Blätter auszuzutzen. Das war sozusagen mein Lieblingsessen damals. Selbstgemachte Aioli dazu. Ich weiß nicht genau, ob ich mir Christiane Paul gut in der Küche vorstellen kann.
Bist du eine leidenschaftliche Köchin, die nicht genug davon bekommen kann, Dinge zuzubereiten für Gäste? Ich kann auch kochen ein bisschen. Ja, schon, oder? Anfangen zu essen. Du hast seit Wochen nichts gegessen. Jetzt. Ich versorge ja meine Kinder. Okay. Wir schneiden Paprika. Ich bin keine besonders gute Köchin. Ich habe tatsächlich dazu zu wenig Zeit. Ich würde es wahnsinnig gerne machen. Das ist eine Leidenschaft, die ich irgendwann hoffentlich noch irgendwie ausleben kann. Aber wir kochen. Ich mache das wahnsinnig gerne abends. Einfache Sachen. Mhm. Was ist gesundes Essen? Ist ja immer die Diskussion. Es ist vegan, vegetarisch, 1000 Diäten. Aber gesundes Essen, finde ich, fängt an, speziell wenn du Kinder hast, erstmal selber machen. Mhm. Das ist irgendwas selber. Das kann ja auch ein Rührei sein. Das kann auch sonst was sein. Also du kannst dieses selber machen, dass du es anfährst und so. Und das war die Idee hinter diesem Beruf, also auch mit Musik das zu verbinden, weil das ja beides zusammenpasst. Das war der Grundgedanke, der dahinter steckt, so ein bisschen jetzt ohne zu missionarisch zu sein, zu sagen, jetzt hier Attacke, sondern so ein bisschen so anzuschieben einfach mal. Was am besten ist, du lässt den Hefeteig schlagen, wollte einer, wenn der dann Blasen schmeißt, dann ist er fertig geschlagen und dann geht der Hefeteig hoch, dann beobachten sie das, dann sagt der Mensch, das ist ja toll und dann machst du dort, was weiß ich, Dampfnudeln oder sonst was, das ist ein super Essen, Vanillesoße dazu, also das sind so Sachen, die doch Kinder gerne mögen, so wie Speisen. Ja, also das zu sehen, wie das aufgeht. Wie das wird und dann, das ist doch spannend. Gab es ein Familiengericht in Kroatien damals? Sarma. Krautrouladen. Krautrouladen. Oh, Krautwickel, das ist das. Mit Hackfleisch gefüllt. Und mein Vater legt den Kohl selber ein. Das riecht natürlich entsprechend in der Garage. Ja, aber das ist echt ja okay. Ich glaube, Wolfgang Petersen ist ein guter Koch auch. Ja, ich koche gern. Drum gibt es da Suppen. Das ist ja das Beste überhaupt. Ich bin ein Suppenkasper, ich mache gerne Suppen. Und ich koche auch wirklich sehr gerne. Was ist Ihre Spezialität? Eine Spezialität, die ich besonders. Also ganz, ganz simpel. Ist eine italienische Suppe, Suppa Pavese. Ja. Ja, die mache ich sehr gerne. Kennst du ja, ne? Suppa Pavese, wunderbar. Gestern erst gegessen. Ja, es ist sehr schön. Und viele andere auch noch. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass jetzt eine Generation von Frauen heranwächst durch die ganze Gleichberechtigungsnummer und so, dass jetzt Frauen nicht mehr kochen müssen. Früher haben auch Frauen noch nicht so gerne, viele Frauen nicht gerne gekocht, aber sie mussten. Und dann haben sie es halt irgendwie gemacht und haben sich das bei ihren Müttern abgeguckt. Und heute müssen die Frauen ja nicht mehr kochen, weil die sagen, da soll doch der Mann mal kochen. Und dadurch geht das, ja natürlich, aber dadurch geht das, diese normale Linie halt von Mutter zu Großmutter zu Mutter zu Tochter, geht irgendwie so ein bisschen verloren. Anderes, wenn ich das mal sagen darf. Ich glaube, dass wir ein bisschen wie bei den Tieren, dass wir die Kinder irgendwie abschieben und sich mit anderen Sachen beschäftigen lassen, als dass wir sie in den normalen Alltag Müll runterbringen, abwaschen und Essen machen, mit einbeziehen. Und das würde ich zum Beispiel auch machen. Wie geht das also, denn? Welche Erfahrung hast du da gemacht? Wie geht das jetzt mit Kindern? Also, dass sie großes Interesse, Kinder sind ja neugierig. Ja, und die machen es dann auch. Die machen es auch. Die essen auch Sachen, wo du normalerweise denken würdest, ich hatte eine Schulklasse bei mir in der Kochschule und dann habe ich einen ganzen Lachs mal hingelegt. Und alle, angefasst und weil der Kopf auch dran war, dann habe ich ihn auseinandergenommen und habe gesagt, das Wort Sashimi schon mal gehört. Nee, was ist das denn? Ich habe so ein Stück Schnitt an den Mund gesteckt. Großes Gejaul und ich sage, möchte einer probieren? Und es gibt fast kein Kind, das keinen rohen Lachs mag, weil es einfach gut, super schmeckt. Nee, und dann kam eins und sagte so, ja, und kannst du gegessen? Und alle so, und dann haben nachher alle das gegessen. Und fanden es auch alle lustig mit. So ja, so ist man probiert. Und das ist halt, du musst ja halt einfach, die Kinder sind ja so neugierig, die haben auch Bock auf solche Sachen. Ja. Und ich habe auch die Erfahrung mit Kindern, Sachen, die sie eigentlich gerne mögen, wenn du sie das selber machen lässt. Schmecken dann, ne? Wenn du sie in der Pfanne mal rühren lässt und die Bohnen selber putzen lässt, dann essen sie das auch. Mhm. Man muss ihnen einfach mal ein bisschen mehr zutrauen, einfach mal ein bisschen nochmal auch machen lassen. Zutrauen und auch, glaube ich, durchhalten zu sagen, jetzt dann probier wenigstens. Aber ja, bei uns ist wenigstens, musst du probieren. Genau. Ja, und einfach auch gute Sachen anbieten. Ich koche eigentlich immer nur Spaghetti für meine Kinder. Und wenn ich frage, was wollen sie haben, sagen sie Spaghetti. Und so geht das immer weiter. Ich meine, die Eltern können es ja nicht leisten, weil sie es nicht leisten können teilweise. Was ich in Frankreich wunderbar finde, dass in den Grundschulen es eine Stunde gibt pro Woche, wo die traditionellen französischen Gerichte vermittelt werden. Und zwar nicht nur, weil sie gut schmecken, sondern weil sie ein Kulturgut sind. Ja, das finde ich eine schöne Einrichtung. Einfach auch die Freude daran. Und ich glaube, ich gebe dir in Teilen recht, dass sie es nicht leisten können. Aber ich glaube schon, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, wir haben sehr viel Zeit für viele Dinge gerade, ob die wichtig oder das ist natürlich, was ist mir wichtig? Oder wenn ich meine Kinder habe und die Zeit nehme, du musst ja nicht jeden Tag für die eine Stunde kochen, aber also, ey, komm mal schnell und das Brot ein bisschen selber machen, statt irgendeinen abgepackten Scheiß nimmst und so. Also die Eltern sind da schon in der Pflicht. Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, das können sie nicht leisten. Ich finde, man hat auch eine Verantwortung, wenn du Kinder hast. Oh, da kannst du dich ja nicht rausstehen und sagen, also so viel zu tun, oder ich muss Facebook erstmal checken und dann mache ich was zu essen danach. Also das ist schon eine Verantwortung, finde ich. Ist das Buch geschrieben für... Sehr gut. Sehr gut. Als Anleitung, wie kochst du mit dem Kind? Ja, oder auf Kinder zugeschnitten. So, aber die müssen natürlich, werden unterstützt von den Eltern natürlich. Du lässt ja deinen Sechsjährigen nicht alleine in die Küche und sagst, jetzt mach mal Gemüsesteaks mit Kräutern. Aber auch das muss man denen zutrauen. Einfach ein Messer in die Hand. Die können jetzt, das Kind schneidet sich ja nicht den ganzen Arm ab oder so. Also dann schneiden sie sich halt mal in den Finger. Aber ist das nicht das Problem, dass bei uns zu Hause in den Familien nicht so wie bei uns früher einfach nicht mehr gekocht wird? Und dass die Mutter nicht mehr da ist aus Gründen, weil sie arbeiten muss oder Mittag. Bei uns, das gab es nicht, dass ein Kind alleine nach Hause gekommen ist. Da war immer, und das Essen
Essen war ein Mittelpunkt. Und heute kommt am Abend, da kommen alle immer noch zusammen. Aber da wird natürlich gemeinsam gearbeitet. Und die Kinder da dran zu führen, das ist für die Kinder so ein Erlebnis, so eine Bindung. Und ja, es ist halt unter Zeitproblem in dieser... Das Allerschönste eigentlich. Ja. Und auch das Wichtigste, sagt ja auch jeder Kinderpsychologe, dass man einmal zusammenkommen soll und... am besten halt um den Tisch mit Essen. Dann. Aber der Faktor Zeit. Was kannst du deinen Kindern schenken? Mhm. Liebe oder mach mal Liebe ist gleich Zeit. Mhm. Ja, das stimmt. Du bist aber nicht nur jetzt natürlich nur noch für Kinder interessant, sondern man kann auch noch als Erwachsener ab und zu dich anschauen. Das ist noch ja, erlaubt. Danke. Hänsler tischt auf, heißt die, das neue Programm, glaube ich, in 2017. Was muss ja, ich mir darunter vorstellen, wenn du auf die Bühne gehst und Tausende von Leuten besparst? Wie muss ich mir so einen Abend vorstellen? Ja, ich war jetzt ja gerade. Vor 10 Tagen hat es gerade geendet, der erste Teil der Tour. Und das ist ein großes Entertainment, ist es. Also es ist nicht so, dass ich auf die Bühne gehe und sage, so, jetzt machen wir ein Gericht und dauert eine halbe Stunde, wo ich da rumrutzel. Ich erzähle so ein bisschen was vom Kochen, wie man schnelle Sachen, zeige Gerichte, so wie ich eine sehr geile Pasta, wir machen ein schnelles Carpaccio, aber alles sehr schnell, so on the flight. Aber ich erzähle auch aus meiner Lehre, was da passiert ist, was ich bei Grillin Hänsler hinter den Kulissen passiert, zum Schluss singe ich noch und so. Also es ist ein sehr entertaining Programm. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was singst du zum Schluss und mit welches Instrument begleitet dich? Es wird begleitet von einer Gitarre. Ja. Und es geht um den Titel Atemlos, ja, der dann aber umgedichtet ist aus der Sicht zum Beispiel eines Rainer Kallmund. Wie er das denn halt singen würde. Atemlos. Wie singt er das denn? Ist auch ganz passend eigentlich vom Ding. Ich wollte sagen, Rainer Kallmund ist ja schnell atemlos. Ja, ja, ja. Nach einer Stufe. Wenn der Messabgabe ist. Als wir das letzte Mal, glaube ich, mit dir gesprochen haben, oder haben wir uns alle noch gewundert, vor ein paar Wochen, als Til Schweiger hier war und sein neues Restaurant eröffnet hat, ja, läuft, glaube ich, gut, ist direkt um die Ecke von deinem. Ja, ist er noch nicht. Ne? Geht da gerade. Er ist ja gerade in der... So eine Voreröffnungsphase, sag ich mal. Also wir haben jetzt so einen Außerhausbereich, der läuft jetzt schon so ein bisschen nebenbei, da üben wir schon. Was heißt Außerhaus, was kann ich mir mitnehmen? Ja, ich stehe da morgen selber. Fritten und Fisch und Chips gibt's. Und morgen stehe ich tatsächlich selber da. Morgen? Morgen, Spitaler Morgen steht er selber da. Selber. Ja. Nein, also, aber wir sind noch in der... Drin ist noch nichts, weil wir das ja aus dem Hausbereich gemacht haben. Ja. Weil das natürlich ein sehr. Also Fish and Chips erstmal. Fisch und Chips mit Essig und so? Mit Essig auch? Nee, das kommt hier nicht so gut an. Da muss schon Remoulade drauf. Ne? Also ich weiß mal das auch gerne so, aber das ist den Deutschen. Also, zu Englisch. Zu Englisch, ja. Okay. Wir nennen es zwar so, aber deutsche Ausführung. Ja, ne? Gut, also wenn es dann auch innen eröffnet ist und die Speisekarte noch um Ende ein, Januar, zwei Gerichte, ja, erweitert ist, wäre es doch schön, wenn du einfach. Der Till Schweiger abziehen. Dann ziehst du ihn sowas von ab. Und dann kommst du einfach nochmal und erzählst uns, was es sonst noch auf der Speisekarte gibt. Steffen Hänsler! Meine Damen und Herren, Europa taumelt von einer Wirtschaftskrise in die nächste. In Amerika gibt es einen Milliardär, der jetzt amerikanischer Präsident geworden ist. Die Deutschen gucken nur noch auf ihr Smartphone, überlegen sich, wo ist meine Kohle, wo soll ich es hinbringen? Es ist eine verzweifelte Lage. Es ist gut zu sehen, dass es noch einen Mann gibt, der diese verzweifelte Lage irgendwie mit Humor zu bewältigen versteht. Und deswegen freuen wir uns, dass er hier ist, meine Damen und Herren, Sebastian Schnoll. Das war wahnsinnig. Worauf müssen wir uns einstellen? Ein amerikanischer Präsident, der, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig ist, taumelnde Börsen. Der Börsen taumeln ja nicht, die gehen nach oben, aber der Sparer ist verzweifelt. Hey, Donald Trump hat ja Humor, ne? Er hat doch jetzt hier den Chef von so einer Burgerkette zum Gesundheitsminister gemacht und so einen Kohlekombinatsraucher irgendwie zum Umweltminister. Und wir Deutschen denken jetzt ja die ganze Zeit so, oh, hoffentlich ist Trump nicht so schlimm wie all das, was er gesagt hat. Und es kommt jetzt ja ein Buch raus mit seiner außenpolitischen Vision. Das müssen wir lesen. Das erscheint, ein dünnes Buch wahrscheinlich. Ja, das erscheint im Pixie-Buch-Verlag. Und das kann man schnell lesen. Aber in Europa hat sich auch schockierend viel verändert. Das muss für Sie auch ein Schock sein jetzt. Ne? Also zum Beispiel jetzt gerade die Bundespräsidentenwahl in Österreich, wo der Van der Bellen von den Grünen so knapp gewonnen hat. Aber auch wir Linke da ziemlich zu haben gesagt, so, oh, nur 46% haben die Rechtspopulisten gewählt. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ne? Das war schon eine gute Nachricht, ne? Nur 46. Oder Boris Johnson zum Beispiel. Also ich neige ja nicht zu Verschwörungstheorien. Ein aber Europa-Gegner. Ja, absolut. Ne? Er war ja erst Brexit-Chef, ne? Boris Johnson, und jetzt zur Strafe Außenminister. Da muss er das wieder auslöffeln. Ja, die Engländer sagen ja, also sie wollen raus. Müssen die uns jetzt irgendwas zurückgeben? Ich meine, die verlassen ja das gemeinsame europäische Haus. Ja, sie sind einfach am Durchdrehen. Ich weiß nicht, ob sie das hier haben. Ich hatte mal darum gebeten, dass man uns einblenden kann. Boris Johnson und Donald Trump. Trump, ne? Weil es so viele Verschwörungstheorien gibt und eine, an die glaube ich wirklich, das kann man jetzt sehen, wenn man die beiden Frisuren vergleicht, ne, dann denkt man, da kann nur ein Friseur dahinter stecken, oder? Der die Welt zugrunde richten will. Oh mein Gott. Boris Johnsons Problem ist jetzt ja, im Grunde, das müssen wir uns noch mal vergegenwärtigen, ne? Binnenmarkt heißt ja, Waren und Menschen in Europa dürfen überall hin, wo sie wollen. Ja. Ja? Und jetzt sagen die Engländer, wir wollen nur noch die Waren aus Südtirol, aber keine Italiener mehr. Ja? Und jetzt muss der Boris Johnson 27 einzelne Handelsverträge abschließen. Und er hat das ja probiert. Er hat in Rom angerufen
da hat ja die Prosecco-Krise, ne? Da hat Carlo Calenda abgenommen und dann hat Johnson gesagt, ja, lass uns Freihandel machen, sonst kaufen wir keinen italienischen Prosecco mehr. Ja? Und da hat der Italiener gesagt, ihr wart doch in der EU, wo war das Problem, warum seid ihr nicht geblieben? Ja? Und dann hat der Johnson gesagt, wenn ihr keinen Freihandel mit uns macht, dann werden wir in England alle italienischen Restaurants dicht machen. Ja, was soll der Italiener sagen? Ne? Von wegen, ja, da machen wir in Italien alle englischen Restaurants dicht. Aber dennoch bist du ein erklärter England-Fan, glaube ich, trotzdem. Ja, absolut, absolut. Ich liebe die englische Monarchie und also es ist, ich finde, das Land hat einfach unheimlich viel. Und eigentlich ist es ja schön, dass wir unterschiedlich sind. Ne? Und wenn die Engländer jetzt sagen, wir wollen nur britisch sein, ja, dann finde ich, sollten sie alles zurückgeben, was nicht britisch ist. Und da bleibt nicht viel mehr übrig. Ne? Da müssen sie die Sprache zurückgeben, denn Englisch ist Plattdütsch. Ich habe mal einen plattdütschen Satz mitgebracht, ne? Vom Segler. Der sagte, ich muss immer ein Baden Water unterm Kiel haben. Ja. Ist das Englisch? Da könnte man in Los Angeles mit durchkommen, oder? Aber absolut. Ja. Ne? I must water. Und auch Kiel heißt auf Englisch the Kiel. Mhm. Also Englisch ist schon mal gar nicht Englisch. Ja? Oder eine Sache, die ich sehr schön finde, Stonehenge, kennt ihr ja, diesen Steinring. Ja, ja, ja. Ne? Da wissen die Engländer bis heute nicht, wer hat es gebaut. Wenn ihr mich fragt, diese deutschen Einwanderer damals. Ja, und jetzt, die wissen auch nicht, was das ist. Jetzt hat ein Wissenschaftler gesagt, ja, Stonehenge war vielleicht mal eine Sonnenuhr der ersten englischen Könige. Da denke ich als Hamburger an eine Sonnenuhr in England. Ja, also, das stelle ich mir wirklich so vor. What time is it now? Just a moment, I will look it up at our new sun clock. Tja, it's day. It's day. Jetzt hat ja England etwas, worum wir England sehr beneiden, nämlich die Monarchie. Viele junge Leute sagen, und auch ich zähle mich dazu, ich beneide die Engländer um die Monarchie und vor allem diese wunderbare Königin, die ja im hohen Alter noch aktiv ist. Jetzt will ja die CDU das Rentenalter an die Lebenserwartung koppeln. Ja, da habe ich eigentlich eine Revolution erwartet. Das haben, glaube ich, nicht alle mitbekommen. Die CDU möchte das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung koppeln und ich sage, Frauen aufgewacht. Was heißt das für euch? 7 Jahre länger arbeiten? Ja, ja. Ja, ihr werdet nämlich, ich glaube, Frauen im Schnitt in Deutschland 83, wir Männer nur 77. Ja, weil ihr so vernünftig seid. Ne? Wenn man sagt, komm, isst mal ein Steak, immer, nee, ich will einen Salat. Komm, wir trinken mal einen, ja, ich nehme Tee. Das hält keine Rentenkasse aus. Ja. Weil die deutschen Frauen länger arbeiten müssen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass du auf der anderen Seite Politiker gerne auch früher in Rente schicken. Ja, also ein Problem in Europa ist, finde ich, dass wir ein bisschen die Zukunft verspielen. Ne? Also zum Beispiel, das ist ein Witz an sich, für die Digitalisierung der EU ist ja Günther Oettinger zuständig. Und er hat neulich in einem Interview gesagt, er sei der Letzte, der in der Bahn noch Zeitung liest. Und der sich immer wundert, dass die anderen alle auf ihr Handy starren. Also Herr Oettinger, falls Sie zuschauen, ich kann es Ihnen sagen, die starren darauf, weil sie sagen, ich habe kein Netz. Weil der alte Mann mit der Zeitung für die Digitalisierung zuständig ist. Die digitale Agenda von Oettinger ist wahrscheinlich, hosch kein Netz, dann kauf schalte Zeitung. Und ich will jetzt nichts über sein Englisch sagen, weil das so viele gemacht haben, aber ich finde auch, wenn er Deutsch spricht, frage ich mich immer, was machen eigentlich in Baden-Württemberg Logopäden beruflich? Der Oettinger hat sich ja für seine unflätigen Äußerungen gegenüber Chinesen auf Englisch bei den Chinesen entschuldigt. Und das kann man auf YouTube angucken. Ja, das ist auch. Und man hat den Eindruck, es ist ein sehr, sehr begabter Comedian. Frei von der Leber. Man glaubt es nicht, dass er es selber ist. Frei von der Leber weg, wie man sagt in Amerika. Aber ich finde wirklich, das geht einfach nicht. Ne? Ich finde, wir sollten für die Digitalisierung Edward Snowden einfliegen. Der braucht einen Job und der braucht auch Asyl. Und jetzt, wo die Trump-Regierung schon gesagt hat, er wird die Todesstrafe kriegen in den USA, finde ich, sollte auch Frau Merkel wissen, dass dafür unser Asylparagraf ausreichen sollte. Ne? Ihm droht Verfolgung zu Hause und ich glaube, wir brauchen den. In deinem aktuellen Programm gehst du der Geschichte des Geldes nach. Und zum Beispiel habe ich erfahren, wer Krösus war. Also reich wie ein Krösus, kennt jeder. Ja, es ist ja hauptsächlich ein neues Buch, das heißt von Krösus lernen, wie man den Goldesel melkt. Und ich habe mich ein bisschen auf die Spur des Geldes gemacht, weil Geld so sehr unser Leben bestimmt. Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, dass die Menschen 2 Millionen Jahre ohne Geld gelebt haben. Mhm. Und da gab es keine Inflation, keine Rezession und vor allem keinen Sparkassenberater, der in der Höhle angerufen hat und gesagt hat, ja, Ihre Alterssicherung auf Island ist leider weg. Ja. Ja, das war eine schöne Zeit. Und dann seit 2400 Jahren haben wir halt dieses Geld. Und weil es jetzt das Wort des Abends ist, Geld ist auch wie eine Krake im negativen Sinne, weil sie ihre Tentakel immer weiter ausstreckt in unsere Gedanken und viele Dinge, die früher umsonst waren. Zum Beispiel Flirten. Das macht man heute bei Parship und muss erstmal die Mitgliedergebühr hinschicken. Oder Kinder kriegen, Kinder aufziehen. Es gibt so viele Dinge, die heute viel mehr Geld kosten, als sie eigentlich müssten. Gleichwohl wird das Bargeld in gewisser Weise abgeschafft. Das ist zumindest der Plan der Politiker. Ja?
Ja. Man will mehr Kontrolle. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es wird niemanden geben, der gerne in eine Stripper mit einer IC-Karte geht. Und es soll ja dann sicherer werden, das Leben. Aber ich glaube, Kriminalität kann man nicht abschaffen. Also wie sieht der Überfall, der Banküberfall oder der Überfall der Zukunft aus? Ja, wir können uns zwar sicher durch die Straßen gehen nachts, aber dann klingelt es plötzlich zu Hause und dann sagt jemand: Pfoten hoch, setz dich an den Rechner, gib mir deine TAN-Nummer. Ja. Das wird mindestens sein. Und was mich erschüttert, wenn man der Lektüre deines Buches folgt, dass die Deutschen heute nachweislich mehr ans Geld als an die Liebe denken. Ja, es ist eine Sache, die einfach sich immer mehr ausbreitet. Ne? Ich habe das bei meinem Nachbarn gemerkt. Also als ich letztes Mal umziehen wollte, das war die letzte Sache, die eigentlich in Deutschland noch ohne Geld ging. Ne? Umziehen, man ruft ein paar Freunde an und das ist dann auch vorbei, dann kommen die nicht. Und mein Nachbar Dimitri, der aus Russland kommt, der hatte nicht nur Freunde, die ihm geholfen haben, der hatte Freunde, die ihm irgendwie die Küche eingebaut haben. Die Mutter hat noch ein Buffet gemacht für die ganzen Nachbarn. Und wenn sein Auto kaputt geht, dann hat er einen Kumpel, der repariert das. Wenn ich bei Audi anrufe, dann höre ich manchmal: Herr Schneu, Ihr Auto hat nichts, macht 600 Euro. Kommen wir mal zu einem wichtigen Thema, was auch in Amerika vor einigen Jahren ein wichtiges Thema, die Immobilienblase. Also das Wohnen in der Großstadt ist quasi unbezahlbar geworden. Ja, es ist ja eine spannende Geschichte, was es schon alles an Blasen gab. Es wurde ja auf die verrücktesten Sachen spekuliert, zum Beispiel auf Tulpenzwiebel, 1634, glaube ich, in Holland. Das ist einfach okay, wenn man weiß, die Tulpenzwiebel kosten eine Woche später doppelt so viel, dann wird da Geld reingesteckt. 3 Zwiebeln kostete irgendwann ein ganzes Haus. Und diese Zwiebelblase zum Beispiel, die brach zusammen, als ein Matrose an Land kam, der nicht wusste, dass irgendwie Tulpenzwiebeln so teuer sind. Da kam in so einen Laden rein und gesagt: Was ist das denn hier? Hat reingebissen. Das war so ein Juwelier, ne? Die Tulpenzwiebeln wurden quasi ausgestellt. Und dann haben die Leute gemerkt: Mein Gott, wir haben das Geld in so eine verdammte Wurzel gesteckt. Und dann ist der ganze Markt zusammengebrochen. Und weil du nach der Immobilienkrise fragtest, ne? Die Frage ist ja, was ist die nächste Blase? Ne? Und das ist immer die, wo einem dreimal am Tag zugeraunt wird: Musst du kaufen. Und das ist im Moment halt Immobilien. Ne? Also die Preise steigen, musst du kaufen. Ist sicher. Das ist sicher. Wer weiß, was mit dem Euro passiert. Ja, der Euro wird abgeschafft. Ne? Und das, da kann man sich drauf verlassen. Dass, also, das Wir haben eben bei Steffen Hensler gelernt, dass man Kinder früh ans Essen heranführen sollte. Wie früh muss man Kinder mit dem Geld vertraut machen? Gar nicht, wenn ihr mich fragt. Also ich finde es total traurig, wenn Kinder sich schon so früh mit Geld beschäftigen müssen. Und heißt es, jetzt kriegen sie Taschengeld und dann ist das nur ein Euro in einer Zeit, wo man noch als Eltern eigentlich alles selber bezahlt. Und ich hatte so ein trauriges Erlebnis, weil ich irgendwie, als mein Sohn, der ist 8, gesagt hat, er will jetzt was ganz Teures haben, habe ich gesagt: Nee, wir haben nicht so viel Geld, wir müssen gerade sparen. Und da fing er an zu sparen und hat dann weniger Schokolade gegessen und hat irgendwie eine Münze gefunden, 2 Cent, die irgendwie runtergefallen war. Da habe ich gedacht: Komm, ich habe mal ein Interview mit einer Französin gelesen und da hatte die gesagt, als sie 18 war, hat ihr Vater zum ersten Mal mit ihr über Geld geredet und dachte ich: So machen wir es. Und das Schöne daran ist ja, dass uns genau diese Haltung von, ich habe auch 3 kleine Kinder, uns zeigt, was Wert ist. Ja. Weil sie mit Wertigkeit nichts verbindet mit Geld, was Kinder haben. Absolut. Also ich es ist eben nicht alles kaufbar. Es ist nicht alles mal mit Geld aufzuwiegen. Und das zeigen eben die Kinder, die von Geld keine Ahnung haben. Also von Kindern können wir so viel lernen. Schön, dass du das sagst, denn beim anderen Thema habe ich nämlich auch von meinem Sohn gelernt. Ich habe immer nur so gefragt: Sag mal, wenn ich mal im Krankenhaus bin, würdest du mich besuchen? Und da hat er gesagt: Nein. Und da war ich natürlich schockiert und hat er gesagt: Ich würde dich nicht besuchen, ich würde immer bei dir sein. Ach, wie schön. Und da kommt man als Erwachsener gar nicht drauf. Ja, ne? Die Wurzel. Jetzt würde ich aufhören. Ja, ich finde auch, dass wir von Kindern lernen. Ja. Eins würde ich nur sagen: Noch ist er ja nicht Präsident. Das wollte ich nur unbedingt sagen. Meinst du, es kommt noch was dazwischen? Kann man noch hoffen, dass er vielleicht doch... Also, Herr Petersen, niemand ist so kompetent. Man kann hoffen, aber es hilft nicht. Sebastian Schleumer, vielen Dank. Was für ein schönes Abend. Das war fantastisch. Ich habe jetzt die Karte. Das war die NDR Talkshow. Und wir sehen uns ja, wir müssen gar nicht lange warten, bis wir uns wiedersehen, weil in einer Woche sehen wir uns schon wieder. Und dann kommt zu uns Samuel Koch mit seiner angetrauten neuen Frau Elena. Außerdem kommt Jonas Kaufmann, Startenor und Alexander Herrmann und Heike Makatsch werden bei uns sein. Und jetzt ist es ganz wichtig, wenn Sie jetzt sagen, nach diesen 2 schönen Stunden bin ich ein bisschen bettschwer, haben wir eine kleine Einschlafhilfe für Sie. Es kommt nämlich jetzt die Gute Nacht, die Show vorm Einschlafen mit Wigald Boning. Und es geht nur ums Thema Schlafen und Einschlafen. Ein schönes Programm, Wigald Boning. Also bleiben Sie dran, bitte. Bleiben Sie einfach dran. Guten Abend und danke.